Also, jetzt ist ja die Überschrift sozusagen Finanzierung. Das heißt, ich werde vor allen Dingen oder eigentlich nur über die Finanzierung auch was sagen, zumindest am Anfang. Und dann können wir im Gespräch noch auf einzelne Fragen kommen. Also bei der Finanzierung gibt es ganz verschiedene Ansatzpunkte. Also sozusagen aus meiner Sicht sehe ich, wie soll ich das sagen, vier Hauptquellen für die Finanzierung des Grundeinkommens. Aber wenn wir es andocken an das, was heute fiskalisch vorhanden ist an Einnahmen, dann ist es so, dass wir das Non-Affektationsverbot oder Gebot, ich sage mir immer, ich muss es nachgucken, aber vielleicht können wir das mal online nachschauen. Also jedenfalls bei Steuern darf man nicht sagen, wofür sie dann verwendet werden. Also deswegen ist eigentlich der Begriff Ökosteuer, wenn man denkt, damit wird die Umwelt geschützt, ist eigentlich falsch, weil das ist rechtlich nicht zulässig. Kann man überlegen, ob man das ändern kann. Aber durch dieses Non-Affektationsprinzip, sage ich jetzt mal, vielleicht ist es allgemeiner, ist es so, dass in jedem Euro, den wir vom Staat, wo und wie auch immer bekommen, gewissermaßen alle Steuern drin sind, und zwar entsprechend also ihrem Steueranteil. Und das ist heute im bestehenden System ist es die Umsatzsteuer mit etwa einem Drittel, die Einkommensteuer mit etwa einem Drittel und alle anderen Steuern zusammengenommen nochmal etwa ein Drittel. So, und ich sehe für das Grundeinkommen vier mindestens Begründungslinien. Hallo. Vier Begründungslinien, von denen man eben bei den ersten drei sagen kann, es geht ja irgendwie noch anders. Das geht auch irgendwie ohne Grundeinkommen. Da kann man auch nochmal drüber sprechen, wenn es interessiert. Aber ich werde jetzt hier, was die Finanzierung angeht, mal einen Weg skizzieren, der es mir jedenfalls ermöglicht hat, ideologiefrei, jedenfalls so ideologiefrei, wie ich mich empfinde, den des Grundeinkommens herzuleiten und zu verstehen. Und den Einstieg machen wir über die Mehrwertsteuer, aber ich sage gleich vorneweg, dass ich da sozusagen nicht thematisch verengt werde. Es müssen immer mehrere Steuern zusammen sein. Also naheliegenderweise eben die Mehrwertsteuer, die Einkommensteuer, die sowieso heute wichtig sind. Und darüber hinaus sehe ich eben auch noch eine vernünftige gemeinschaftsgüterbasierte Ressourcensteuer, das können wir dann auch noch im Detail besprechen, und eine, wie soll man das sagen, eine Geldmengensteuer, könnte ich das mal allgemein nennen. So, aber sagen wir mal, das Grundverständnis, also es gibt viele Leute haben Probleme damit, das Grundeinkommen zu decken. Und genauso, mir ging es genauso, als mir jemand gesagt hat, denkt mal darüber nach. So, und es gibt zwei, drei, wie soll ich das sagen, Hürden oder Knackpunkte oder Hebelpunkte, wenn man die verstanden hat, und ich glaube, die meisten jetzt von euch haben die sowieso schon präsent, aber die kann man dann eben auch nochmal deutlich machen, dann sieht man, wie leicht es finanzierbar ist, beziehungsweise kann auch verstehen, warum manche heute sagen, es ist schon längst finanziert. Aber das muss halt gerade für die, die sagen, das ist ja alles viel zu teuer, nachvollziehbar dokumentiert werden. Deswegen wenn wir zwar nicht zu viel über Zahlen sprechen, aber jedenfalls über ein paar Schemata, wie man sich das deutlich machen kann. Wir haben im Vorgespräch jetzt eben schon gesprochen über Landwirtschaft und über die Bedeutung der Landwirtschaft, wie sie sich verändert hat in den letzten, also seit der Industrialisierung. Und das ist auch so die erste Grafik. Also genau, es ist so, dass man sich das Grundeinkommen, jedenfalls so wie ich es gelernt habe, und die Finanzierung, zunächst mal über die Mehrwertsteuer, klar machen kann anhand von zwei bis drei Grafiken. Und die werden wir jetzt, oder Schaubilder, die werden wir jetzt gemeinsam entwickeln. Und ich sage deswegen zwei bis drei, weil das erste und das letzte sind vom Kurvenverlauf her fast identisch, aber mit einer anderen Achsenbeschriftung. Also man braucht sich eigentlich nur zwei Schaubilder merken, aber sozusagen bei dem einen Schaubild die Achsenbeschriftung nochmal ändern. Dann hat man sozusagen die drei Grundideen mal bildlich vor Augen. Und die erste Idee, da brauche ich gar nicht so barock einleiten, ist eigentlich das, was passiert, ist in den letzten 200 Jahren dieser dramatische Wandel der industriellen Revolution. Das ist eigentlich der Hintergrund, vor dem wir das Grundeinkommen überhaupt diskutieren. Wenn wir nach wie vor, wie viel waren es vor 200 Jahren, wie viele Leute haben in der Landwirtschaft gelebt und gearbeitet? Relativ oder absolut? Also prozenthaft, genau. 90, 90. Genau. Also je nachdem,
wann man genau hinschaut und auch in welches Land. England war ein bisschen vor Deutschland, was die Industrialisierung angeht, sind es 80-90% vor 200 Jahren. Und vor 100 Jahren hat sich das dann etwa halbiert, waren es um die Jahrhundertwende, nach der Jahrhundertwende waren es noch 40%, nach dem Krieg hat es sich nochmal halbiert, waren es etwas mehr als 20%, und heute sind es eben 2-3%, je nachdem, ob man die Forstwirtschaft noch dazu rechnet oder nicht. So, und jetzt kann man das entweder so sagen, wie wir es uns jetzt klar machen, aber es gibt eben auch ein schönes Bild, das wie so ein Schuss ins Bewusstsein ist, wenn man sich das verdeutlicht. Und zwar ist es genau im Grunde der Zeitraum, den wir eben besprochen haben. Das soll man rechts schreiben. Dann sind wir bei 2013 heute und dann sind wir bei 1813 vor 200 Jahren. Also da stand Deutschland noch ganz, ganz am Anfang der industriellen Revolution. Und vielleicht bei der Stelle schon, weil ich nicht weiß, ob wir nachher nochmal zu dem Punkt kommen. Es gibt eine Studie, die untersucht, und das ist auch ein sehr piratenaffines Thema, es gibt eine Studie, die untersucht, wie es Deutschland geschafft hat, im 19. Jahrhundert so dramatisch aufzuholen. Vielleicht hat die ja auch der eine oder die andere schon gelesen. England war ja mit 1770, durch Kopieren, genau. Ich sage es jetzt aber nochmal, genau, das ist genau im Grunde, das ist das. Durch Kopien. Also England hatte etwa, 30, 40, 50 Jahre Vorsprung, Entwicklung der Dampfmaschine und so. Und Deutschland war eben vor 100 Jahren ziemlich zurückgeblieben, was die Industrialisierung angeht. Und dann hat es eben im 19. Jahrhundert so dramatisch aufgeholt, das ist also 100 Jahre später, und dann nehmen wir noch 1913 schon an. Also das industriell, ich glaube, führendste Land auf der ganzen Welt war. Und es gibt eben eine Studie von einem Historiker, der sich angeschaut hat, warum ist es überhaupt so gewesen? Und genau, kopieren, 1806 ist ja das Alte Reich, also das erste, das Heilige Römische Reich deutscher Nationen untergegangen. Und dann gab es keinen sozusagen einheitlichen Rechtsraum mehr. Sodass also, und dann gab es, ich weiß nicht, 300 souveräne Einzelstaaten oder so, sodass Goethe sich beispielsweise ein bisschen später beschwert hat, dass wenn er was in Berlin herausgegeben hat und da seinen Kopierschutz hatte, konnte man das in Brandenburg schon nachdrucken, ohne da irgendwie rechtlich belangt zu werden. Das ist natürlich dann für den einzelnen Urheber vielleicht etwas ärgerlich oder bestimmt ärgerlich, aber für die Verbreitung von Ideen insgesamt hat das einen unglaublichen Impuls gebracht. Und das ist so ein bisschen ähnlich, wie wenn wir heute sagen, wir übersetzen Chinesen das Wort Copyright, the right to copy. Und so ähnlich war Deutschland da auch, also es gibt wahrscheinlich mehrere Gründe, aber das ist in dem Zusammenhang eine schöne Studie. So, also das ist der Zeitstrahl, kann man auch entscheiden, T, dann sieht es aber etwas wissenschaftlicher aus. Und hier tragen wir das Marktvolumen ab. So, und wenn man sich jetzt überlegt, wie das Wirtschaftsleben aussieht in einer Zeit, wo 80-90% der Menschen in der Landwirtschaft leben und arbeiten, dann heißt es, das, worauf sie Hunger haben, das bauen sie an. Wenn die Familie gern Kohle isst, dann isst sie Kohle, baut sie Kohle an, wenn sie lieber wir sind, isst sie so. Also man braucht relativ wenig zuzukaufen, vielleicht mal Pökelsalz oder so, aber ein paar Sachen, aber jedenfalls sozusagen ist das Marktvolumen in solchen Subsistenzwirtschaften sehr gering. Und je mehr dann die Arbeitsteilung steigt, desto mehr muss ich natürlich zukaufen. Und deswegen steigert sich das Marktvolumen exponentiell. So, und dann im Krieg geht es immer mal runter oder so. Aber irgendwie, sozusagen, das ist ganz schematisch sozusagen die Entwicklung, in der Entwicklung des Marktvolumens. Das müssten wir hier noch wahrscheinlich im Kriegsmann. Es geht nur um das Schema hier an der Stelle. So, das ist eigentlich die Hintergrundfolie, die Ausgangserkenntnis, warum wir heute uns halt eben andere Fragen stellen müssen als vor 200 Jahren oder vor 100 Jahren. So, und man könnte sagen, sozusagen, wir haben ja deswegen die Farbe Orange gewählt, weil das sozusagen zwischen Freiheit und Gleichheit sozusagen vermitteln soll. Das ist jedenfalls eine der Herleitungen der orangen Farbe, deswegen kann man das vielleicht an der Stelle auch schon sagen. Was wir hier haben, ist ja vollständige Arbeitsteilung. Das heißt, realwirtschaftlich leisten wir alles, was wir heute erbringen, ausschließlich für andere. Und alles, was wir konsumieren, nehmen wir ausschließlich von anderen in Anspruch.
auch wenn wir das bewusstseinsmäßig oft noch mit dem Bewusstsein des Selbstversorgers machen, ich arbeite für mein Einkommen und so, aber realwirtschaftlich, das beißt die Maus keinen Faden ab, lebe ich ausschließlich von dem, was andere machen und arbeite ausschließlich für andere. Und vor dem Hintergrund hat mal einer gesagt, man könnte eigentlich sagen, dass die Arbeitsteilung, so wie wir sie heute haben, die Erfüllung des Prinzips, christlichen Prinzips, aber eben nicht nur des christlichen Prinzips, der Nächstenliebe ist. Einer trage des anderen Last, ist realwirtschaftlich schon vollständig realisiert. Ich kann heute wirtschaftlich gar nicht erfolgreich sein, wenn ich nicht für andere arbeite, aber bewusstseinsmäßig sind wir halt noch irgendwo hier. So, so viel vielleicht mal zur Grundlegung. Und jetzt kann man eben, weil wir jetzt an dem Punkt hier sind, sich fragen, ja, wie sieht denn Arbeits- oder Wirtschaften, wie sieht Arbeit, wie sieht Wertschöpfung heute aus, wie wird die betrieben? Und da sieht man dann, wie das heute aussieht. Und da nehme ich mal eine andere Farbe, einfach um sich das mal generisch klar zu machen. Wirtschaftsleben bedeutet immer, dass der Mensch etwas aufgreift, was er in der Natur vorfindet. Also die Grafik verwende ich eigentlich immer, aber es hilft einfach, weil ich jetzt nicht, dass man auf ein gemeinsames Verständnis kommt. So, der Mensch greift etwas auf, was er in der Natur vorfindet und veredelt das auf dem Wege vieler Wertschöpfungsstufen, also je nachdem, mehr oder weniger, je nachdem, um was für ein Produkt es sich handelt. Und am Ende steht dann sozusagen die letzte Wertschöpfungsstufe, also klassischerweise der Einzelhandel. So, und so, genau. Also am Anfang der Wertschöpfungskette steht immer der Konsum, die Natur, jetzt habe ich schon gesagt, sozusagen. Und warum machen wir das alles? Ziel der Wertschöpfung ist der Konsum. Jetzt ist es natürlich, einige von uns trinken Mate und manche sagen, das ist der neue Materialismus, aber sozusagen. Ich will das jetzt nicht verkürzen, sondern das K steht jetzt hier formal gesprochen im Wirtschaftsprozess tatsächlich für den Konsum. Aber als Menschen müssen wir uns ja immer fragen, wofür konsumieren wir denn? Wir konsumieren ja nicht zum Selbstzweck, also jedenfalls die bewussten Menschen nicht, sondern der Konsum ist die, wie soll man sagen, die materielle Grundlegung für unsere kulturelle, geistige Entwicklung. Also wer so weit denken möchte, kann auch sagen, also da stehen dann noch mehr Ks dahinter. Aber sozusagen jetzt rein im Wirtschaftlichen, und um das geht es jetzt erstmal bei der Grundeinkommensfinanzierung, ist tatsächlich so, dass die Zielrichtung der Wertschöpfung hier vom Naturpol zum Konsumpol geht und wir eben da den Konsum haben. So, das ist jetzt die Produktionssphäre und das ist die Konsumsphäre. Und die Wertbindungsrichtung, kann man sagen, die Wertbindungsrichtung ist in diese Richtung. Und beim Übergang von der Konsumsphäre, von der Produktionssphäre zum Konsum wird ein Preis entrichtet. Da hat man im Grunde schon schematisch die einfachste Annäherung, um sich klarzumachen, wie Wirtschaftsleben heute stattfindet. So, und jetzt ist das erstmal sehr einfach und generisch. Aber, wie wir gleich sehen, kann man sich da sehr viele schöne Sachen klar machen, die auch in den etablierten Wirtschaftswissenschaften, über die wir schon gesprochen hatten, noch nicht klar sind, beziehungsweise vielleicht klar sind, aber man sich die Konsequenzen dessen noch nicht so klar macht. Also eine Konsequenz, wenn man das jetzt weiter ausschmückt, auf die man kommen wird, ist beispielsweise zu erkennen, dass wir bei dem, was wir heute allgemein als Wirtschaftskrise in Europa bezeichnen, dass es sich dabei überhaupt nicht um eine Wirtschaftskrise handelt, sondern also eine Wirtschaftskrise wäre es, wenn wir jetzt tatsächlich weniger Autos herstellen können oder irgendwas weniger herstellen können. Aber an der Fähigkeit, Dinge herzustellen, mangelt es ja nicht. Also wenn es keine Wirtschaftskrise ist, aber dazu muss man erstmal kommen. Also, sonst würden ja 99% der Menschen sagen, ja, Wirtschaftskrise. Also wenn man mal versteht, dass es keine Wirtschaftskrise ist, erst dann kann man sich fragen, ja, was ist denn eine Krise? Warum? Wie ist die Definition von Wirtschaftskrise? Ja, eben, genau. Also es ist auch eine Überproduktionskrise, ist eine Wirtschaftskrise oder nicht? Bitte? Eine Überproduktionskrise ist auch eine Wirtschaftskrise oder nicht? Ist eine gute Frage, ob Überproduktion... Eine Finanzkrise oder was ist es? Ja, eben, genau. Also das will ich jedenfalls mal als... Also jedenfalls so, aber da sind wir, glaube ich, vielleicht...
abgesehen davon, dass man es definieren muss, aber wenn man sagt, es ist nur eine Wirtschaftskrise, ist, glaube ich, zu kurz gesprungen. So, aber das kommt ja später. Bauen wir es langsam auf, dann kann man sich nämlich klar machen, also das, was hier steht, ist gewissermaßen der Warenstrom und wir sind da alle jetzt in zwei Funktionen mit drin. Also zum einen sind wir hier in der Produktionssphäre mit drin, weil sich jeder irgendwie einbringt. Ich könnte auch jetzt Beispiele machen, kann ich vielleicht auch nachher noch, wenn es interessiert. Und zum anderen sind wir aber eben auch Konsumenten hier. Im Grunde ist es eine Konsumkrise, aber bedingt wodurch? Nicht durch eine abnehmende Produktionsfähigkeit, sondern es ist im Grunde eine Einkommenskrise, wenn man es so. Das Geld ist nicht da, wo das Bedürfnis ist. Also im Grunde ist genau das der Kern des Problems, dass ich das ist genau das Bewusstseinsproblem, dass ich die Einkommenskrise kommt daher, dass ich mein Einkommen ausschließlich an die Arbeit gedacht oder gehängt denken kann, obwohl ja durch die Arbeitsteilung Arbeit und Einkommen realwirtschaftlich schon zu 100% fast entkoppelt sind. Also wenn man heute sagt, also Grundeinkommen, manche Kritiker sagen ja Entkopplung von Arbeit und Einkommen, das ist ja sowas Absurdes, muss man sagen, ja schau doch mal bitte real hin, was, also beobachten, nur beobachten, kann man sagen, also vor 200 Jahren war Arbeitsergebnis gleich Einkommen, also Kohl oder was auch immer. Aber heute ist egal, was ich mache, ich konsumiere das gar nicht, sondern ich mache es immer für andere. Also das, was hier im Grunde schon steht, ist praktisch die realwirtschaftlich vollständige Realisierung der Trennung von Arbeit und Einkommen. Das ist Realität. Aber halt, weil ich noch Arbeit und Einkommen so ausschließlich gekoppelt denke, das ist im Grunde eine Denkkrise, verursache ich die Einkommenskrise, die dann zur Konsumkrise führt. Also so haben wir es im Grunde jetzt schon mal ganz grob angedeutet. So, jetzt gehen wir hier einen Schritt tiefer und sagen, also ist der Warenstrom und wie so Schiffe auf dem Nil wird er gewissermaßen getragen von einer Liquidität, die quasi in entgegengesetzte Richtung verläuft. Ich mache es jetzt mal, das ist der Wertbildungsstrom oder die Wertbildungsrechnung. Jetzt könnte man sagen, das ist die Wertbildungsrichtung, genau. Können wir sagen, ist die Wertabrechnungsrichtung, mehr in diese Richtung, aber weil die Abkürzung WAR ist, machen wir es lieber Wertabbildungsstrom oder Wertabrechnungsstrom, wer ist, genau. Also im Grunde das Geld. Deswegen auch blau. Das ist jetzt keine Werbung für die Deutsche Bank, aber die Deutsche Bank hat ja mal lang darüber gesprochen, was für ein Logo sie haben sollen. Wissen Sie, wofür das Logo steht, der Deutschen Bank? Links unten, rechts oben? Aufschwung, das ist sozusagen die erste Reaktion. Die zweite, die dann sagen, okay, aber es ist halt ein begrenzter Aufschwung, weil das ist ein Kasten. Und die dritten, das ist noch die amüsanteste, sagen, ein solider Rahmen für ihre schrägen Geschäfte. Das also jedenfalls, das Geld, also das, nochmal, das Geld wird ja auch von Liquidität gesprochen, sagen wir mal, hat was Wässriges, also so, deswegen das blaue Zeichen. So, und jetzt kann man sich nämlich mehrere Sachen hier klar machen. Zum einen, weil wir halt hier sozusagen immer in beiden Sachen drin sind, fließen halt auch sozusagen Zahlungsströme immer an diese einzelnen Wertschöpfungsbestandteile. Und jetzt kann man sich fragen, was fließt denn an die Natur? Nix. Das ist also das Erste, was vielen Wirtschaftswissenschaftlern sehr, sehr schwer fällt zu denken. Was kostet eine Tonne Kohle oder eine Tonne Öl, ein Barrel Öl? Was kostet das? Ja, genau, aber das ist eine extrem spannende Frage, aber das ist sozusagen schon zwei Stunden weiter. Das ist richtig, das ist genau hier der richtige Punkt. Was kostet eine Tonne ein Barrel Öl? Gehen dann bei den Wirtschaftswissenschaftlern die Hand hoch und sagt ja, oder kostet halt, was weiß ich, 115 Dollar oder 100 Dollar. Muss man sagen, nee. Gestern. Gestern. 95. Zwei, genau. Und zweitens muss man sagen, ja eben, die Tonne kostet überhaupt nichts. Weil der liebe Gott schickt keine Rechnung, weder für
die Sonne noch für den Regen noch für sich. Also daran kann man sich schon mal klar machen, also ohne ideologische Verbrämung oder so, sondern sagen, die Natur liegt einfach kostenlos vor, natürlich müssen wir behutsam damit umgehen, aber sozusagen das Geld sozusagen fließt ja immer nur an diejenigen, meinetwegen, wenn die Natur, der Apfelbaum jetzt auf einer Wiese steht, der Pächter, der einem gehört, sozusagen, der kriegt halt dann seinen Pacht, aber das ist dann sozusagen sein Einkommen. Die Natur hat kein Einkommen. Also das ist das Erste, was man sich klar machen kann, dass die Natur kostenlos vorliegt. Das Zweite ist, dass sich alle Preise, jetzt haben wir es hier noch einfach, weil da noch ein Preis steht, das wird jetzt gleich ein bisschen komplizierter, aber, und dann bleibt es aber trotzdem so, dass alle Preise lösen sich in private Einkommen auf. Das macht man sich auch nicht klar. Man denkt ja, was steckt da an Kosten drin, die Kassiererin oder der Kassierer, okay, und dann muss sie aber Steuern zahlen und dann sind aber schon Bankzinsen drin. Ja, aber was sind die Bankzinsen? Ne? Davon zahlt die Bank dann wieder Einkommen und Dividenden. Also das ist der zweite Punkt, dass man sagen kann, das war eigentlich so hinschreiben, aber alle Einkommen lösen sich in private, alle Preise lösen sich in private Einkommen auf. So, genau. Vielleicht schreiben wir es wirklich mal hin, oder? Das ist wichtig, dass man sich das glaubt. Dass man vielleicht schreiben wir es wirklich mal hin. Also steuert mich da ruhig, wenn ich irgendwas mehr machen soll oder wenig. Also erstens, die Natur, machen wir es mal vollständig, Natur, das schreibe ich in meine Anführungszeichen, kostenlos. So, und zweitens, alle Preise lösen sich in private Einkommen auf. So, jetzt nur auf Produkte bezogen, nicht auf Derivate oder so was, ja? Also zunächst mal, ja, da könnte man es zwar auch dann irgendwie, aber das ist schon, das ist eine Dreiviertelstunde weiter. So, oder eine Stunde. So, okay, also das ist mal sehr generisch, sehr grundlegend. Das, gehen wir einen Schritt weiter, dass wir ein bisschen zur Grundeinkommensfinanzierung auf die. Man kann nämlich jetzt hier in viele Richtungen abbiegen, nämlich zum einen zum Geldthema, man kann hier abbiegen zum Naturthema, das können wir auch dann alles so machen, aber jetzt geht es hier primär um die Grundeinkommensfinanzierung und dann muss man als nächsten Strich diesen hier einzeichnen und sagen: Also im Augenblick sieht die Wertschöpfung so aus, aber beim Übergang von der Produktionssphäre in die Konsumsphäre wird nicht nur der Preis fällig, sondern eben heute auch die Mehrwertsteuer. Das, was wir als Mehrwertsteuer betrachten, nämlich die Umsatz, also Umsatzsteuer. Und dadurch kann man hier bei den Preisen differenzieren, dass man sagt, wir haben hier dadurch den Bruttopreis und den Nettopreis. So, also heute sind es etwa 19%, je nachdem, wie man rechnet und was für Produkte. So, und der nächste Schritt ist, dass man sieht, also was ist denn, okay, das kann man vielleicht sagen, aber das war das Zweite. Okay, dass man sich fragt, was ist denn im Preis alles enthalten? Vielleicht frage ich das mal, ich formuliere das mal als Lösung. Also was ist im Preis alles enthalten? Die Arbeit. Genau, also ich schreibe jetzt mal die einzelnen Sachen nicht auf, sondern nur die Konklusion. Vorher kommt der Rohstoff. Der Rohstoff auch, genau. Also, aber was ich noch nicht brauche. Genau. Ja, die Arbeitsforderung des Rohstoffs. Der Rohstoff liegt da kurz. Ja, das auch. Genau. Also, das sind alles Arbeitswerte letztlich. Genau. Alles Arbeitswerte zu fördern und Arbeitswerte. Also, das kann man alles umrechnen, selbst die Axt, die jemand braucht, hat jemand hergestellt, da steckt Arbeitswert drin. Also, da machen wir es hier jetzt aber zum Beispiel das Arbeits. Was ist das? Also im Grunde ist es alles, ja, muss man eigentlich sagen, ist alles Arbeit, aber man muss jetzt differenzieren und sagen, also ein Teil ist, also wenn das hier das gesamte Einkommen ist, jetzt interpretieren wir es mal als Finanz, sagen wir mal Finanz, Anteil, Finanzeinkommen. So, dann ist die Frage, ja, also von den 100%
die der einzelne Mitwirkende an der Wertschöpfung bekommt. Also zum Beispiel nehmen wir mal den Durchschnittslohn in Deutschland und da das Arbeitgeberbrutto, das sind 3.000 Euro heute. Und da kann man sich klar machen, okay, was ist denn da drin? Da ist einmal die Sozialversicherung des Arbeitgebers drin, dann ist die Sozialversicherung des Arbeitnehmers drin, dann ist die Steuern drin. So, und das ist dann vielleicht noch das Nettoeinkommen. Genau, also das, wenn man es jetzt als Wertschöpfungsstufe interpretiert, kann man sagen, okay, da ist dann auch der Zins drin. Genau, und das kann man für alle Wertschöpfungsstufen machen. Und dann sieht man nämlich, also insbesondere, darauf will ich jetzt hinaus, dass also in diesem sogenannten Nettopreis und damit auch im Gesamtpreis sämtliche Steuern der Wertschöpfungskette enthalten sind. Und das ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt für die Grundeinkommensfinanzierung und damit man später sehen kann, das Grundeinkommen kostet eigentlich fast nichts. Dass man sieht, alle Steuern, insbesondere jetzt hier die Einkommensteuern, aber eben auch die Bankenzahl, die Gewinnsteuer, was auch immer, auch die Zins- oder Quellensteuer, also alle Kosten der Wertschöpfung, also auch insbesondere alle Steuern, vielleicht kreise ich das jetzt mal rot ein, sind im Preis enthalten. So. Und wenn das so ist, dann kann man sagen oder sich fragen, ja, warum machen wir das denn nicht eigentlich transparent? Also, früher, wenn ich jetzt lange eine Einleitung gemacht hätte, hätte ich gesagt, wie Steuer früher ausgesehen hätte. Aber also früher bestand Besteuerung darin, dass jemand einen Kartoffelsack dann vom Bauern abzieht. Ne? Den Zehnten musste man dann die Klöster oder so abgeben. Heute sieht es so aus, dass alle Steuern in den Preisen drin sind. Und ich durfte mich mal wissenschaftlich damit befassen, wie es zu der heutigen Mehrwertsteuer gekommen ist. Die wurde erstmals eingeführt 1916, man ahnt schon warum, damals mit einem Prozentpunkt. Und ist dann immer weiter gestiegen und war dann 1967 auf, ich glaube, 4%, die angefallen ist zwischen jeder Wertschöpfungsstufe. Also es wurde dann hier 4% erhoben, hier 4%. Und es war damals, also wer heute sich steuerlich ein bisschen auskennt oder eine Firma hat oder Unternehmer ist, der kennt den Begriff Vorsteuerabzug, den gab es damals nicht. Also es war so, dass wenn Sie irgendwas von der Vorleistungsstufe gekauft haben, dann konnten Sie das, was Sie da an Steuer gezahlt haben, diese 4% nicht zurückbekommen vor 1967. Und da hat eben der EuGH, glaube ich, war es damals gesagt, nee, das ist irgendwie, ist es nicht in Ordnung, ich habe jetzt ins Urteil nicht reingeschaut, aber das Problem war, also ökonomisch, wir argumentieren jetzt ökonomisch, dass dadurch ein hoher Anreiz für eine vertikale Integration bestand. Also Unternehmen hatten einen Anreiz, möglichst viel in einem Unternehmen zu machen, ob das jetzt besonders effizient war oder nicht. Und mein Lieblingsbeispiel dafür ist die Schuhfirma Salamander. Als Kind habe ich nämlich immer diese Lurchenheftchen gelesen, ich weiß nicht, ob es sie noch gibt. Und Salamander war berühmt dafür, dass sie von der Viehzucht bis zum fertigen Schuh im Laden alles in einem Unternehmen hatten. Und ein Grund dafür war, diese Steuer zu sparen. Weil, ne, also 4% ist. Man sagt, es friert immer auf der vorherigen Wertschöpfungsstufe, ist es immer eingefroren, weil man es nicht rauslösen konnte. Und durch die Mehrwertsteuerreform 67 und 68 hat man nämlich Folgendes gemacht. Man hat gesagt, so, wir machen das jetzt so, wir nehmen diese 4% da raus, machen ans Ende, damals waren es nur 7%, und machen, also quasi wird es zwar auf 7% erhöht. Pause. Kurze Pause. Oder was? Ja, das noch ausreden. Ja, okay. Wird also auf 7% erhöht. Und der nachfolgenden, nachgelagerten Stufe, die kriegt das vom Finanzamt zurück. Das heißt, wir haben die tatsächliche Last an den Schluss der Wertschöpfungskette gelagert. Und was wir jetzt im Grunde vorschlagen bei diesem ersten Gedanken, ist zu sagen, also was wir 1967 mit der alten Mehrwertsteuer gemacht haben, können wir doch vor dem Hintergrund der Erkenntnis, dass heute eh alle Steuern in den Preisen drin sind, mit allen Steuern machen. Also zunächst mal, es gibt, man muss es differenzieren, aber zunächst mal gedanklich soweit. Also, dass man es mit allen Steuern das macht, was wir mit der Mehrwertsteuer 1967 auf 68 gemacht haben. Machst du eine Raucherpause? Wollt ihr auch eine Raucherpause machen? Nee. Also hier für vorwärts kommen. Wir haben da alle Phasen ohne Umsatzsteuer. Genau. Das heißt, dann 5 Minuten, wo die Portion sonst 3 Minuten brauchen. Genau.
Das können Sie ja nicht begründen, dass Sie so viel Geld kriegen dafür. Das ist nicht sehr fünf Minuten. Also Sie müssen mir sagen, wann ich... Was trägt jetzt der Konsument? Genau. Geht schon wieder weiter. Wir müssen allerdings auch wirklich jetzt im Kurzen. Also, nee, also ich würde, bei der nächsten Pause würde ich gerne noch auch einen Schluck trinken. Ja, genau, aber jetzt genau so. Ja, okay. Gut, also, okay, also steigen wir da ein, wo wir ja aufgehört haben. Also die Idee ist, das, was wir mit der Mehrwertsteuer 1967, 68 gemacht haben, ich habe alles vielleicht mal noch in Klammern, 1967, 1967, / 68, dass alle Steuern an das Ende der Wertschöpfungskette zu machen, das kann man eben mit allen Steuern machen. So, und deswegen ist der Vorschlag, ich mache jetzt auch wieder einen Schritt nur nach dem anderen, zu sagen, gut, dann lass uns doch alle Steuern, die im Wertschöpfungsprozess enthalten sind, also alle Steuern, langsam abschaffen und die Mehrwertsteuer langsam erhöhen. Und was passiert, wenn andere Steuern abgeschafft werden? Also beispielsweise insbesondere die Unternehmens- und Einkommenssteuer. Verwaltungsaufwand fällt weg. Verwaltungsaufwand fällt weg, genau. Jetzt, das ist ein sehr wichtiger Punkt nachher. Vielen Dank. Ein sehr wichtiger Punkt nachher für die Umrechnung. Jetzt an der Stelle geht es mir noch mehr darauf an, zu sagen, also, wenn die... Bitte? Der Nettopreis sinkt. Genau. Das ist der Nettopreis sinkt. Und warum sinkt der? Also wenn man sich vorstellt, die Unternehmen und die Arbeitnehmer haben immer weniger Steuern, also ne, weniger Kosten. Das heißt zunächst mal sinkt die Kostenseite der Unternehmen. Und das ist also jetzt gerade für Nichtwirtschaftswissenschaftler, sage ich es noch dazu, man sagt ja, okay, was passiert dann? Die Unternehmen werden natürlich versuchen, sich höhere Gewinne einzustecken. Das ist auch völlig klar. Auch wenn das vielleicht nur eine Ideologie ist, auch nur vielleicht eine vorübergehende, aber zunächst mal muss man die Tatsachen ja anerkennen und sagen, das würde heute gemacht und versucht. Und trotzdem würden die Nettopreise sinken. Und dafür gibt es einen Grund, der ist nämlich wie folgt. Damit ich als Unternehmen meine Gewinne maximieren kann, gibt es im Grunde nur zwei Strategien. Es gibt dann viele kleine Einzelstrategien, aber es gibt im Grunde nur zwei generische Strategien, wenn die Kosten sinken. Nämlich erstens, ich sage, oh, ich habe jetzt niedrigere Kosten, aber ich lasse die Preise gleich, habe eine höhere Marge, maximiere so mein Gewinn. Und andere Unternehmen werden sagen, jetzt habe ich niedrigere Kosten, jetzt gehe ich mit dem Preis runter, habe zwar eine geringere Marge, aber einen höheren Umsatz, mache so einen höheren Gewinn. Und wir als Konsumenten entscheiden dann, bei wem wir kaufen. Und dann ist klar, bei wem wir kaufen. Und der Marktdruck führt dann eben dazu, dass die Nettopreise sinken. Weil wir würden Güter gleicher Art immer bei dem kaufen, bei dem es günstig ist. Also an der Stelle, man darf die Wirtschaftswissenschaft auch nicht über einen Kamm scheren, und an der Stelle stimmen Theorie und Praxis in der Wirtschaftswissenschaft tatsächlich überein. Die Wettbewerbstheorie stimmt. Es gibt drei, vier andere Entscheidungen, da stimmt es aus meiner Sicht nicht überein. Aber da kann man noch drüber sprechen. Also, da gibt es doch schon einen Wandel. Also ich sage mal, die Leute brauchen da nicht mehr ausschließlich nach dem Preis. Das stimmt, das stimmt. Der auch ressourcenschonende Produktion und so weiter, das spielt auch schon eine Rolle. Aber da bin ich dann auch bereit, mehr zu bezahlen. Das ist eine sehr, sehr interessante Thematik. Mhm. Ja, dass ich heute bei der Bundesbahn, mit der ich jetzt hergekommen bin, kann ich wählen, mein Ticket CO2 zu kompensieren. Und dann, dazu bin ich bereit. Das Problem ist aber, dass es heute dadurch immer teurer ist, die Natur zu schonen, als sie nicht zu schonen. Wenn wir nachher noch dazu kommen, stelle ich ein Modell vor mit Grundeinkommenselement, das dazu führt, dass es günstiger wird, die Natur zu schonen. Denn nur so schaffen wir auch die ökonomischen Anreize, sie zu schonen. Ja, das wäre der Vorgriff mit der Ressourcensteuer. Genau. Aber da wollen wir jetzt nicht. Dürfen wir jetzt nee, aber da müssen wir noch hinkommen. Ja, okay, ja, also die 60 bis 15:30 kommen wir hin. So, also zunächst mal jetzt, so ist es, dass im dynamischen Prozess und sowas kann natürlich, Sie können jetzt nicht heute, das aktuelle Buch heißt dann 1000 Euro für jeden, aber Sie können nicht heute mit 1000 Euro anfangen, auch wenn es Leute gibt, die glauben, man könnte das. Also vielleicht, und ich würde es mir auch wünschen, dass es geht und vielleicht geht es auch rechnerisch, aber da wir eine soziale Gemeinschaft sind, würde alles zusammenbrechen, wenn von heute auf morgen jeder 1000 Euro im Monat ausgezahlt wird. Genau.
So, also jetzt, man muss sich das sozusagen in Jahresschritten denken. Und wenn man sich jetzt das so langsam, also einfach jetzt mal mit mir gemeinsam kurz reinträumen, jedes Jahr würde die Mehrwertsteuer um 1, 2, 3 Prozentpunkte steigen. Die anderen Steuern würden jedes Jahr entsprechend ein bisschen sinken können. Und dann hätten wir also nach 20, 30 Jahren, je nachdem, eine vollständige Umstellung. Und hätten beispielsweise jetzt mal sozusagen nach der reinen Lehre gesprochen, ganz so wird es natürlich nie kommen, weil man nämlich auch unterscheiden muss, woher kommen die Einkommen? Kommen die aus Leistung oder kommen die aus der Knappheit von Gemeinschaftsgütern? Das ist nachher das spannende Thema. Aber wenn wir jetzt an der Stelle das noch nicht unterscheiden und sagen, also wir wollen erstmal alle Einkommensteuern gedanklich raus, weil eh alle Steuern hier drin sind, dann führt es also dazu, dass wir in 30 Jahren keine Einkommensteuer mehr hätten. Und dann gibt es sowas wie Schwarzarbeit nicht mehr, weil wo keine Steuer ist, da kann keine hinterzogen werden. Da gibt es sowas, was muss man sagen, genau, man müsste keine Einkommensteuererklärung mehr machen, weil wo keine Einkommensteuer ist, muss man keine erklären. Sie haben dann, also wenn es nur noch die Mehrwertsteuer gibt, haben wir die Steuererklärung in dem Moment gemacht, wo wir vom Einkommen, vom Einkaufen kommen. Ja. Also die steht nämlich immer unten drauf. Ja, und das Dritte und jetzt vielleicht Entscheidende ist, dass ich auch sowas wie einen Einkommensteuerfreibetrag nicht mehr brauche, wenn es keine Einkommensteuer mehr gibt. So, und wichtig an der Stelle ist, achso, jetzt muss ich hier noch das Dritte sagen. Was haben wir gesagt? Alle Preise lösen sich im privaten Einkommen auf. Okay, genau. Alle Kosten der Wertschöpfung sind in den Preisen enthalten. Das ist nämlich auch immer so. Wertschöpfung, eine Abkürzung, sind in den Preisen enthalten. So, das war das von vorhin noch. Und bei einer vollständigen Umstellung, also genau, und viertens, das ist jetzt der vierte Punkt, dass die Bruttopreise gleich bleiben. Also wenn wir die Mehrwertsteuer erhöhen und die anderen Preise senken, bleiben bleiben die Bruttopreise gleich. Das ist einfach, da kann man natürlich dann auch in der Dynamik sagen, ganz so ist es nicht, aber also jetzt geht es erstmal um die Grundidee. So, wenn wir, und dann gibt es keine Einkommensteuer mehr, und so, und auch keinen Einkommensteuerfreibetrag mehr. Und dann ist die Frage, wenn es jetzt nur noch die Mehrwertsteuer ist, also warum haben wir den Einkommensteuerfreibetrag? Ganz klare Sache, weil wir sagen, es wäre ungerecht, wenn jemand gerade so viel Einkommen hat, dass er gerade überleben kann und jetzt aber trotzdem sterben muss, weil wir eben noch 20% Steuern abnehmen. Also vor dem Hintergrund haben wir gesagt, das Existenzminimum muss steuerfrei sein. Absurderweise knüpfen wir trotzdem heute vom Existenzminimum über die Einkommen, die Mehrwertsteuer ab, aber da kommen wir jetzt dazu. Also die Idee beim Einkommensteuerfreibetrag ist zu sagen, das Existenzminimum soll steuerfrei sein, weil es ungerecht wäre, wenn jemand gerade so viel Einkommen hat, dass er überleben kann, aber davon noch Steuern zahlen müsste und dadurch nicht mehr überleben könnte. Wenn es keine Einkommensteuer mehr gibt, dann braucht man auch keinen Einkommensteuerfreibetrag mehr. Aber wir müssen uns dann fragen, wie ist es, wenn es tatsächlich nur, springen wir mal kurz in diese utopischen Zukunftsfall hinein, dass es nur noch die Mehrwertsteuer gäbe, müssen wir uns ja fragen, also wenn wir die Idee des Einkommensteuerfreibetrags auf die Mehrwertsteuer übertragen, wie müsste das denn sein, wie müsste es denn aussehen, damit genauso wie heute beim Einkommensteuerfreibetrag garantiert ist, dass das Existenzminimum in 30 Jahren steuerfrei konsumiert werden kann. Und da mache ich jetzt nochmal ein Zahlenbeispiel, aber ein sehr einfaches, dass man es sich mal klar machen kann. Wenn es jetzt beispielsweise in T30,
wäre das Existenzminimum in Bruttopreisen gemessen bei 1000 Euro. Ob wir den Euro in 5 Jahren haben, weiß ich zwar nicht, aber dass wir in 30 Jahren wieder haben, da bin ich ziemlich sicher. Also jedenfalls in G30 wäre jetzt das Existenzminimum bei 1000 Euro. Und ich weiß, übrigens heute auch schon, also bei der Flasche, vielen Dank nochmal, wenn die jetzt 1,20 Euro gekostet hat und wir würden jetzt die Dame da auf der Straße fragen, wie viele Steuern sind denn hier drin? Da würde ich sagen, ja, halt 19% Mehrwertsteuer und dann der Nettopreis. Aber das stimmt ja nicht, sondern weil, wie wir jetzt wissen, sind sie auch noch schon vorher wussten, aber sozusagen alle Steuern, auch die in diesem sogenannten Nettopreis, sind ja die ganzen Steuern der Wertschöpfungskette drin. So, und das wird im Grunde durch diesen Umstellungsprozess langsam sichtbar. Also es wird transparenter und das ist ja sozusagen eines unserer Mottos, die Dinge transparent haben zu wollen. Und warum Transparenz? Weil im demokratischen Gemeinwesen kann ich die Dinge ja nur gestalten, wenn sie transparent sind. Wenn alles vernebelt ist, wie heute, wenn die dunkle Seite regiert sozusagen, dann kann ich halt die Dinge nicht transparent halten und auch nicht gemeinschaftlich gestalten. Dann muss ich immer delegieren an die ominösen Oberen. Ich kann ja eh nichts ändern in meiner Ohnmacht, aber die, von denen lassen wir uns gerne regieren. Das ist halt das Denken, was ins Verderben führt. Und die Wahrheit ist, dass wir uns eine Regierung halten, die unsere Interessen vertritt und wir müssen sie in Rahmenbedingungen setzen und unter Anreizstrukturen setzen, dass sie tatsächlich unsere Interessen vertreten. So, also die Bruttopreise bleiben gleich, die Nettopreise sinken und das heißt, wir hätten dann, sagen wir mal, in 30 Jahren, wäre dann der Nettopreis hier. So, und dann sagen wir mal, das ist noch ein wichtiger Zwischenschritt. Ja, wie hoch müsste dann die Mehrwertsteuer sein? Wenn wir jetzt sagen, es würde sich an der Dynamik nichts ändern, wir denken zwar langfristig, kommen wir mit 25% Mehrwertsteuer aus, aber denken wir mal statisch und sagen, ja, wie hoch müsste, wenn sich nichts weiter ändert, die Mehrwertsteuer dann sein? Das kann man sich auch an einem einfachen Zusammenhang klar machen, wenn wir uns nämlich fragen, ja, wie viel Steuern und Abgaben sind denn heute hier schon drin? Und die Staatsquote, weiß jemand, wie hoch die Staatsquote ist? 50%. Genau, um die 50%. Und jetzt kann man sagen, die ist zu hoch oder zu niedrig, das ist aber eine andere Diskussion. Jetzt, uns geht es nur darum, die Staatsquote, die wir haben, transparent über halt jetzt diese eine Steuer zu erheben. Das heißt, wir wissen dann in 30 Jahren dann wirklich transparent. Heute ist es auch schon, aber wir haben kein Bewusstsein davon. Das ist das Charakteristikum der dunklen Seite. In 30 Jahren wäre also der Nettopreis C30 bei 500 Euro. Und da kommen dann eben 500 Euro Mehrwertsteuer drauf. Also wenn wir alles so lassen wollen, wie es heute ist. Ne? Also, so. Und wenn ich jetzt in so einer Gesellschaft sichern will, dass das Existenzminimum steuerfrei ist, und ich weiß, jeder hat diese Ausgaben pro Monat, sonst wäre es ja nicht das Existenzminimum. Also jeder, der lebt hier in unserem Land, hat Ausgaben von 1.000 Euro. Wie sichere ich systematisch, dass diese 1.000 Euro steuerfrei sind? Also ohne, dass die Mehrwertsteuer anfällt. Ich weiß, jeder hat die 1.000 Euro Ausgaben und ich weiß, jeder hat also auch diese 500 Euro Mehrwertsteuerausgaben. Wenn ich will, dass die Leute keine Mehrwertsteuer tragen, muss ich das Grundeinkommen, also muss ich diese 500 Euro Mehrwertsteuer an jeden auszahlen. Und da sind wir bei 500 Euro Grundeinkommen, die werden jetzt hier noch nicht existenzsichern in dem Szenario, aber einfach, dass man es aus der Steuer, so wie der Wandel sich gerade vollzieht, herleiten kann. Ich weiß noch, wir waren mit Dr. Hardock bei dem, sie hatten gestern den Herrn Pinkert da, ne? Der Herr Pinkert war Staatssekretär bei Dieter Althaus. Und wir saßen bei Dieter Althaus und dann Dieter Althaus, da haben wir dann darüber gesprochen. Und er sagt zu Dr. Hardock, meinem Mentor, Herr Dr. Hardock, dieses Rad drehen Sie nicht. Und dann sagt Dr. Hardock zu Herrn Althaus, Herr Althaus, das Rad dreht sich schon. Ob uns das nämlich bewusst ist oder nicht, das ist genau die Entwicklung, die in den letzten 20, 30, 40, 50 Jahren stattgefunden hat, und zwar weltweit. Die Mehrwertsteuer, die Umsatzsteuer ist quasi auch, man könnte sagen, Siegeszug. Aber wir begleiten es halt nicht mit Bewusstsein. Wir denken, oh, wie schlimm, wir können keine anderen Steuern erhöhen, dann müssen wir die Mehrwertsteuer erhöhen. Aber das ist eine ganz logische Steuer vor dem Hintergrund der Arbeitsteilung. So, kommen wir mal. Genau. So, also im Grunde sind wir jetzt hier beim Grundeinkommen, dass wir sagen, also 500 Euro
müsste es dann in T30 gehen. Jetzt sind wir mal gedanklich in diese Zeit gesprungen, aber jetzt kann man auch schon wieder hierher springen und sagen, ja, wie sieht es denn heute aus? Also meinetwegen in T1. Heute haben wir genau T1, müssen wir sagen, T1 ist das Existenzminimum bei 640.000 etwa Euro. Es ist jetzt vielleicht sogar wieder ein bisschen gestiegen, das ist auf 664 oder so gegangen, das Steuerliche oder wie auch immer. Ich glaube, es ist jetzt noch ein bisschen höher gegangen, aber 8.000 genau, 8.004 war es, also jetzt ist es ein bisschen höher. So, und jetzt kann man sich heute schon fragen, ja, wie viel Mehrwertsteuer ist denn heute in diesem Existenzminimum von 660 Euro drin? Und da kann man sagen, wir können eine Mischkalkulation machen, wir haben den Regelsatz von 19%, wir haben den ermäßigten Satz von 7%. Im Übrigen gibt es drei Umsatzsteuersätze, das ist nur den wenigsten bewusst, weil auf Mieten gibt es auch einen Umsatzsteuersatz, der ist aber gerade bei 0. Mit Treatment. Also dann mit Treatment. Da kommen wir gleich zum nächsten Mal. Also Milton Friedman hat das, was wir jetzt für die Mehrwertsteuer besprochen haben, 1962 schon für die Einkommensteuer so ähnlich vorgeschlagen. Das nannte sich negative Einkommensteuer. Deswegen ist das, was wir hier besprochen haben, im Grunde eine negative Mehrwertsteuer. Das ist ein Begriff, da muss ich sagen, setze ich mich auch von denen ab an der Stelle, oder muss ich, die, von denen ich das gelernt habe, weil die sagen, ja, das ist eigentlich ein falscher Begriff. Ne? Noch, also die wollen nicht von dem Begriff Mehrwertsteuerfreibetrag hören. Aber es macht es eigentlich deutlich, worum es geht, nämlich die Freistellung von der Mehrwertsteuer. Steuertechnisch ist Mehrwertsteuerfreibetrag tatsächlich kein wichtiger Begriff, denn die Mehrwertsteuer wird ja vom Unternehmen sozusagen letztlich abgeführt. Aber das führt zu weit. Jetzt, Milton Friedman hat 1962 für die Einkommensteuer gesagt, wir führen Sozialsystem und Steuersystem zusammen und sagen, jeder US-Bürger, der weniger als 600 US-Dollar im Jahr hat, soll für jeden US-Dollar, den er weniger hat, 50 Cent vom Staat bekommen. Und das hat dazu, also das hätte dann dazu geführt, dass wenn jemand überhaupt kein Einkommen hat, er mindestens 300 US-Dollar gehabt hätte. Und das hätte 1962 in den USA zu einem bescheidenen, aber menschenwürdigen, wenn man sich die Preisniveaus damals überlegt hat, zu unseren Eltern oder Großeltern Häuser gekauft haben oder Grundstücke. Also das hätte 1962 in den USA hätten 300 Dollar im Monat zu einem bescheidenen, aber menschenwürdigen Leben gereicht. So, und mathematisch ist es genau das Gleiche, als wenn man sagt, jetzt zahlen wir erstmal an jeden US-Bürger 300 Dollar aus. Und alles, was er oder sie darüber hinaus als Einkommen haben, wird mit zunächst mal 50% besteuert. Das ist also rechnerisch genau das Gleiche. Und das nannte sich negative Einkommensteuer und geht in die Richtung. So, jetzt haben wir es über die Mehrwertsteuer eingeleitet. Jetzt würde ich gerne noch kurz was zu der Auswirkung sagen. Ich weiß nicht, ob ich es grafisch machen soll. Vielleicht, also es ist keine Grafik, aber es ist ein paar Zahlen, die uns deutlich machen. Denn da wird deutlich, was wir heute schon als Belastung haben. Also wir haben heute einen, also genau, wie wird das Grundeinkommen? Viele denken, das Grundeinkommen kommt obendrauf. Und so ist es nicht gedacht, weil so ist es auch nicht finanzierbar. Es wäre vielleicht sogar so finanzierbar, da können wir auch nachher drüber sprechen. Aber damit ich aufzeigen kann, dass es praktisch nichts kostet, müssen wir erstmal diesen Weg wählen. Man kann nachher auch sozusagen den additiven Weg wählen, aber jetzt wähle ich erstmal den, wir sagen, substitutiven Weg. Also das Grundeinkommen ersetzt die bestehenden Löhne, Gehälter und Transferzahlungen, aber eben auch nur in seiner Höhe. Also wenn jetzt heute jemand 900 Euro Rente hat und es gäbe ein Grundeinkommen von 600 Euro, bekäme die Person nicht 900 plus 600 Euro, also nicht 1500 Euro, sondern eben 600 Euro Grundeinkommen plus 300 Euro Differenz zu dem, was jetzt an Rente gezahlt wird. Und als ich das sozusagen gehört habe zum ersten Mal, habe ich mir gedacht, ja, dann bringt es ja eigentlich gar nichts, dann ändert sich ja gar nicht so viel. Wir werden gleich sehen, dass sich eine ganze Menge ändert auf den zweiten Blick, aber rechnerisch ändert sich tatsächlich nicht so besonders viel. Deswegen ist es ja auch schon auf den ersten Blick finanzierbar, wenn man das mal verstanden hat. Und das will ich jetzt hier verdeutlichen anhand des Beispiels nicht des Rentners. Also es geht auch anders, aber jetzt einfach nur mal um den Gedanken da hinzubringen, das brauche ich nämlich für die nächste Grafik. Überzeugend fand ich es am Beispiel des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin, und zwar des Durchschnittsverdieners. Also wenn ich heute sage, es würde sich eine ganze Menge mit Grundeinkommen von zum Beispiel 500 Euro ändern,
weil schon für die 500 Euro müssen wir nicht mehr zum Amt gehen. Wie Herr Binker zu Recht sagt, für alles, was man darüber hinaus will, muss man natürlich weiterhin zum Amt gehen. Aber schon mal für diese 500 Euro muss niemand mehr zum Amt gehen. Und das lässt sich ohne Zusatzkosten finanzieren. Und jetzt rechnen wir das mal durch, was das an Auswirkungen in der Gesellschaft hätte. Und zwar gehen wir davon aus, vom Durchschnittseinkommen in Deutschland. Das Durchschnittseinkommen in Deutschland liegt im Augenblick um 2.500 Euro brutto im Monat. Davon gehen etwa 500 Euro Steuern, etwa 500 Euro Sozialversicherung ab. Ich glaube, es sind ein bisschen weniger Steuern, davon ein bisschen mehr Sozialversicherung. Sodass ich netto mit 1.500 Euro nach Hause gehe, im Durchschnitt in Deutschland, wenn ich brutto 2.500 Euro habe. So, und für die Person ändert sich schon viel, wenn sie 500 Euro Grundeinkommen bekommt. Denn es führt zu folgender Rechnung. Heute muss ich, also wir machen mal den Durchschnittsverdiener, das sind 2.500 brutto, so. Und dann sind es 1.500 netto. So, und dann gebe ich ja also die 500 Euro Steuern und 500 Euro Sozialversicherung ab. So, also minus, minus, und dann müssen wir mal schauen, wie kommt man auf das wieder. So, Durchschnittseinkommen. So, und wenn ich jetzt 500 Euro, und das ist wirklich nur zum Einstieg, das was wir mal klar durchdacht haben, wir können dann alle anderen Abzweige gerne später nehmen. Aber wir können jetzt die 5, jetzt tun, stellen wir uns mal kurz vor, es gibt ein Grundeinkommen von 500 Euro. Dann hätte ich quasi, sagen wir mal, das ist hier ist T1 in der Zeit ohne Grundeinkommen heute. Und das ist dann T2 in der Gesellschaft, also mit Grundeinkommen. Und dann hätte ich 1000 Euro, wenn es substitutiv reinwächst, eben plus 500 Euro Grundeinkommen. Also das ist sozusagen mein Nettoeinkommen hier. Das ist an, darum geht es mir jetzt bei der nächsten Rechnung. Es ist nämlich dann so, wenn ich 1500 Euro habe im Monat, dann bedeutet das, dass ich praktisch für jeden Wochenarbeitstag, an dem ich arbeiten gehe, 500 Euro kriege. Also zwar, ich gehe den ganzen Monat arbeiten, aber montags, dienstags, Mittwoch, donnerstags, Freitag, dann kriege ich, also nicht 500, sondern 312, dann kriege ich für jeden, für Montag 300, für Dienstag 300, für Mittwoch 300, für Donnerstag 300 und für Freitag 300. Und so komme ich dann auf diese 1500. Wenn ich jetzt heute in einer Gesellschaft ohne Grundeinkommen sage, ich möchte Freitag zu Hause bleiben, weil ich meinen Kindern bei der Schularbeit helfen will, weil ich nebenher noch studieren will, weil ich malen will, weil ich mich weiterbilden will, weil ich, also das hängt ja alles miteinander zusammen. Also an der Stelle kann man auch sagen, wer sagt, eine Partei, die sich sehr auf Grundeinkommen später fokussiert, wäre eine Parteienthemenpartei, der hat das Grundeinkommen nicht verstanden. Denn es ist im Grunde dann eine 80-Millionen-Themenpartei, weil sozusagen, was die Person dann mit diesem freien Tag macht, das ist ihr überlassen. So, also wenn ich heute in der Zeit ohne Grundeinkommen, machen wir das vielleicht mal deutlicher, das ist wirklich, okay, das ist, okay. Heute in der Zeit ohne Grundeinkommen lebe und ich sage, ich möchte Freitag zu Hause bleiben, dann erstens finde ich gar keinen Arbeitgeber, der das mit sich machen lässt. Also ich weiß, an meinem Institut gibt es mehrere Ausschreibungen. Die Losung von unserem sehr lieben Chef ist aber sozusagen, sobald da einer Teilzeit draufschreibt, entweder gleich raus oder nochmal mit ihm sprechen. Also wenn ich heute zu meinem Chef gehen würde und sage, ich möchte in Teilzeit arbeiten, würde ich sagen, ja, bleib doch am besten gleich ganz zu Hause. Also so ist die Realität heute. Also jetzt tun wir aber mal einen Augenblick so, und es gibt ja, ne, als wäre es so, dass ich sage, ich möchte nach weniger arbeiten, und der Chef sagt, gut, Arbeitszeit nach weniger, kriegst aber halt auch weniger Kohle. Und dann fängt der Chef an zu rechnen, Familie an zu rechnen, also natürlich schon vorher, aber dann fängt er an zu rechnen, und sagt, also der kriegt jetzt 1500 Euro für 5 Wochen Arbeitstage, und das male ich jetzt nicht hin, sonst wird es zu kompliziert, aber davon ausgehend kann man das jetzt rechnen. Vielleicht kann man das noch hinschreiben. 5 Wochen Arbeitstage. Zumindest weiß man das doch. Noch für 5 Wochen Arbeitstage. Gut. Also 1500 Euro für 5 Wochen Arbeitstage. Und das heißt, wenn ich jetzt am Freitag zu Hause bleibe, 1500 durch 5 sind 300, dann muss ich mit 300 Euro weniger rechnen. Im Monat. Im Monat, genau.
Und praktisch ist es so, da habe ich zwei Folge. Praktisch gibt es Leute, die sagen, also wenn sie einen Chef finden, der das mit sich machen lässt, ich mache das. Aber praktisch ist es auch so, dass viele Leute sagen, also auf 300 Euro im Monat kann ich gar nicht verzichten. Nieder oder was auch immer, ne, oder alles was auch immer. Also ich brauche die 1500 Euro, also kann ich, ne, so. Und jetzt stellen wir uns das gleiche mal mit Grundeinkommen vor. Sagen wir mal, mit Grundeinkommen. Also plus Grundeinkommen und hier ist ohne Grundeinkommen oder null Grundeinkommen. So, und das ist sozusagen das Grundeinkommen. Und jetzt gleiche Situation, stellen wir uns wieder vor, aber sozusagen das ist jetzt der Nettolohn, weil es ja substitutiv hineinwächst. Gleiche Rechnung, wieder 1000 Euro für 5 Wochen Arbeitstage, wieder will ich einen Freitag oder einen Wochentag zu Hause bleiben. Also muss ich aber dann sozusagen 1000 durch 5 nur noch auf 200 Euro verzichten. Also ich kann es mir eher leisten, zu Hause zu bleiben. Und da sieht man sofort, wenn man diesen Gedanken mal einen Augenblick im Bewusstsein hält oder vielleicht sogar beherzigt und mal drüber nachdenkt in der ruhigen Minute, sagt man, das wird schon eine ganze Menge ändern. Weil, also erstens, wir müssen nicht befürchten, dass dann alle Menschen von der Arbeit wegrennen. Genau. Wir müssen nicht damit rechnen, dass alle Menschen von der Arbeit wegrennen, dass die Schlappen fliegen, weil wir brauchen ja das Einkommen nach wie vor. Zweitens, die am ehesten sagen, also ich muss aber dringend das Bild fertig malen, damit ich es verkaufen kann, und dann habe ich vielleicht unterm Strich vielleicht sogar mehr, aber das ist ein anderes Thema. Sozusagen, die sagen, also ich auf 300 Euro kann ich nicht verzichten, aber 200 vielleicht gerade so. Und das mit diesen 500 Euro ist ja jetzt auch nur ein Beispiel. Jetzt stellt euch das mal vor, mit 600, 700, 800, 900, das wächst halt immer mehr so rein. Und dann sieht man, und da sieht man im Grunde auch schon, wie so ein Grundeinkommensgesetz gestrickt werden müsste. Und in der Dissertation habe ich auch einen Präzedenzfall, das mit den Gewerkschaften, also die würden da folgen müssen. Das ist von Joachim Mitschke, ist auch alles sauber zitiert. Wenn man also dann sagt, wir führen das ein, dann müsste im Grundeinkommensgesetz drin stehen, also die bestehende Zahlung, welche auch immer, das müsste dann Klammer auf genannt sein, oder im Absatz hast du nicht gesehen, oder genannt welche, aber die Zahlungen können gesenkt werden, also der Arbeitgeber hat das Recht, oder der Staat hat das Recht, die Zahlungen zu senken, aber eben nur in Höhe des Grundeinkommens, bei diesem substitutiven Einführungsweg. Jetzt kann man sagen, wir wollen sowieso einen additiven Einführungsweg, dann brauchen wir das gar nicht zu machen. Anderes Thema, aber ich brauche diesen substitutiven Weg, dass ihr einmal gedanklich oder ihr einmal gedanklich seht, warum es am Schluss dann tatsächlich nichts kostet. Dann kann man sagen, wenn man sieht, dass es nichts kostet, dann kann man es auch additiv einführen. So, also das ist jetzt sozusagen die private, die individuelle Seite, ein Zugewinn an Freiräumen, so kann man das mal sagen, Freiheit. Jetzt schauen wir uns noch kurz. Ah, das ist das Wichtigste. Ja, genau. Schauen wir uns noch kurz die Arbeitgeberseite an. Machen wir das jetzt noch? Ah ja, doch, das sollten wir vielleicht machen an der Stelle. Weil für den Arbeitgeber, also das ist mal für den Arbeit, warte mal, das ist brutto, also hier beginnt sozusagen der Arbeitnehmer. Arbeitnehmer. So, und hier oben haben wir aber, das ist nämlich der entscheidende Punkt hier, für alle, die Unternehmer sind und Angestellte haben, die wissen, wenn die 2500 Euro auszahlen wollen, haben sie noch zusätzliche Kosten, nämlich 30%. Okay, jetzt nicht in Prozent, sondern also ich sag mal ganz grob, die Sozialversicherung, AGT, das ja, genau. Eher ein bisschen mehr, aber jetzt ehrlich gesagt. Bitte, ja, das stimmt draußen. Ehrlich gesagt? Okay, also jetzt dann bitte dann zu mir jetzt Bescheid und sagen, also ne, dass man so, also das Arbeit ist Arbeit. Immerhin der 10.000 Euro oder was? Ja, das ist ja genau. Also das Arbeitgeber-Brutto, müsste man dann sagen, das wäre dann das Arbeitgeber-Brutto, sind dann, ups, das ist falsch, sind dann also 3000 Euro. So, und das ist nämlich auch deswegen schön, die Zahlen, weil wir uns dann klar machen können hier in diesem Beispiel, wie heute schon die Belastungen sind, nämlich abgesehen davon, dass wir am Ende vielleicht nur 25% Mehrwertsteuer brauchen, wirkt dieses Schaubild erstmal so, wie wenn man denkt, oh, das ist ja 50% muss der Mehrwertsteuersatz sein. Und das wirkt zunächst mal hoch. Aber es wird vollständig, wie soll man das sagen, relativiert, wenn man sich anschaut, wie die Belastungssituation heute aussieht. Ja. Denn heute ist es genauso, wie wir es für die Mehrwertsteuer, oje, 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 dann fürchten würden. Das akzeptieren wir heute schon monatlich, täglich. So.
Wenn ich nämlich mit 1500 Euro netto nach Hause gehe, hat der Arbeitgeber Kosten von 3000 Euro. Wie hoch ist jetzt die Belastung? 50% vom Arbeitgeber aus 10. Wie hoch ist die Belastung vom Arbeitnehmer aus 10? Da gehen wir ob im 100 oder vom 100, aber vom 100 wäre es jetzt 100%. Ne? Also jetzt rein schematisch, aber das ist der Status quo. Das ist das, was wir immer wieder wählen, wenn wir unser Kreuz bei den dunklen Mächten machen. So, und jetzt muss man auch wieder sagen, damit es nicht, ne, muss nicht unbedingt eine bestimmte Partei gemeint sein, sondern die Kräfte, die halt die Wirklichkeit vernebeln wollen. Ne? Die finden wir in allen. So, also das ist jetzt mal der Gedanke. Ah ja, genau, warum mir das jetzt noch wichtig war, jetzt mache ich es auf der Tonspur. Das heißt, was passiert jetzt, wenn der Arbeitgeber, wenn der Arbeitnehmer 500 Euro weniger dann braucht, sozusagen, ne, sinkt, also quasi das Nettoeinkommen würde in dem Fall sinken. Was würde der Arbeitgeber sparen? Also der Arbeitnehmer kommt von 1500 Euro netto auf 1000 Euro netto. Das heißt, der Arbeitgeber muss dann nicht mehr 3000 Euro ausgeben, um 1500 zu zahlen, sondern er muss eigentlich nur noch 2000 Euro. In welchen Rechnung? Ja, klar. Aber jetzt geht es erstmal ums Schema. Stimmt schon. Ne? So. Und da sieht man sozusagen, dass die deutsche Wirtschaft dadurch wettbewerbsfähiger würde. Also, wenn man mit einem Vortrag vor Arbeitgebern mal an die Stelle gekommen ist, dann hellen sich auf einmal die Blicke auf. Aber wollen wir es gar nicht so basiskapitalistisch machen, sondern nehmen wir einen Fall, der mir auch, also den ich viel lieber mag und der mir auch bekannt ist. Eine Bekannte von mir ist Krankenschwester in Berlin und hat, 2000 Euro brutto und 1200 Euro netto. Weil von den 2000 Euro, ne? So, genau, okay. Weil von den 2000 Euro geht nochmal 400 Euro Steuern ab, 400 Euro Sozialversicherung, gleich wie hier. So, das Krankenhaus hat aber Kosten, ich werde es jetzt nochmal machen, aber ne, so, das Krankenhaus hat aber jetzt Kosten von, das Doppelte von 1200 Euro, sind nämlich 2400 Euro, weil das Krankenhaus auch wieder den Arbeitgeberanteil tragen muss. Also das Krankenhaus hat heute Kosten von 2400 Euro, damit die Krankenschwester mit 1200 Euro nach Hause geht. Wenn es jetzt ein Grundeinkommen von 600 Euro gäbe und das Krankenschwestereinkommen würde dann sinken von netto 1200 auf 600, ne? Ob die dann noch arbeiten geht, ist dann an seine Frage, aber jetzt erstmal rein im statischen Modell, dann würde das bedeuten, dass das Krankenhaus nicht mehr 2400 Euro zahlen muss, um 1200 netto zu zahlen, sondern das Krankenhaus müsste nur noch 1200 Euro zahlen, um 600 Euro netto auszuzahlen. Was bedeutet das für die Krankenhäuser, für die Kindertagesstätten, für die Kindergärten, für die Pflegeeinrichtungen? Die können für das gleiche Geld, für das sie heute eine Krankenschwester anstellen, können sie dann zwei anstellen. Also das ist alles sehr vereinfacht dargestellt. Oder die Kosten senken. Oder das Kosten senken sozusagen. Aber das ist sozusagen, es geht jetzt wirklich nur um das Prinzip. Natürlich geht es dann nach Ärzten und die kosten mehr und dann kannst du pro 10 Ärzte dann vielleicht einen zusätzlich einstellen. Das ist, klar, ne? Aber die Aktionärsgemeinschaft würde so nicht sagen, wir lassen noch ein paar Krankenschwestern. Genau, Aktionärsgemeinschaft. Also daran sieht man, dass die Pflege sich auf einmal viel leichter privatisieren ließ und nämlich auf der Basis eines Grundeinkommens, heißt privatisieren nicht mehr private Konzerne, die den Gutenberg die Doktorarbeit finanzieren, sondern dass die Krankenschwester und die Pflegerin selbst sich selbstständig machen kann. Und dann, ich habe das im Bekanntenkreis gestern Abend beim Einkaufen jemanden getroffen, die hat sich als Heilpädagogin selbstständig gemacht, die Hütte brummt. Das ist nur halt das Risiko heute und das sinkt mit dem Grundeinkommen. So, jetzt bin ich einen Schluck und dann machen wir die Abschlussgrafik und dann sind wir sozusagen mit der Grundeinkommensfinanzierung durch und dann können wir alle die anderen interessanten Abzweige wählen. Wir haben hier die Preiswerte in China, wenn wir das Manager-Modell durchbringen. Mhm. Ja. Wir sind ja internationalen Wirkung. Da sind wir schon wettbewerbsfähig genug, was die Außenwirtschaft angeht. Wir sind schon auf welche Kosten? Die Chinesen haben auch aus der Außen- und Inlandländer. Also schematisch, dann mit dem Währungssteuermodell werden wir natürlich ohne auf Kosten der Arbeitnehmer. Was ist denn? Es gibt noch geniale Nebeneffekte. Weil momentan kombinieren wir zum Beispiel 2 54 Euro Stellen, weil dort ja nur 30% Sozialabgaben pauschal draufkommen.
anstelle einer Vollzeitstelle zu schaffen, weil die kostet eben jeder Euro, den der Netto hat, mindestens auch 60 muss erwirtschaftet werden und so weiter. So eine Effekte würden dann ja wieder ausfallen. Was ist denn ein Produkt, was in Deutschland und China hergestellt wird? Gibt es euch da gerade eins an? Solaranlagen. Schlechtes Spiel zu den Subventionen. Als Mokko. Das ist ein schlechtes Auto. Als Subventionen drauf. Okay, aber jetzt, also mir geht es jetzt mal um Konsumgut. Ich hätte normalerweise immer das Wasser genommen, aber wir trinken halt auch wenig Wasser aus China. Deswegen das so. Für Deutschland, nee, genau. Also wie ist das heute bei dem bestehenden Mehrwertsteuersatz? Sagen wir mal China und Deutschland. So, und so eine Solaranlage, sagen wir mal, so ein Panel kostet 100 Euro. Netto, sagen wir mal. So, und in China. So, wenn jetzt das aus China importiert wird, kommt ja hier quasi 19% Mehrwertsteuer drauf, wenn es zum Endkunden geht. So, das heißt, dieses Produkt, wenn es in China hergestellt ist, trägt nur zu knapp 20% zur Finanzierung unserer Infrastruktur bei. Wenn das gleiche Produkt in Deutschland hergestellt ist, das haben wir bei der Grafik vorher, trägt es zu 50% durch Steuern und Abgaben zur Finanzierung unserer Infrastruktur bei. Das heißt, was wir durch das bestehende System machen, Steuersystem, wir diskriminieren, wir benachteiligen die heimische Produktion und begünstigen die ausländische Produktion. Und wenn wir jetzt das ändern, heißt das nicht, dass wir die ausländische Produktion diskriminieren, sondern das heißt nur, dass wir die heimische Produktion dann endlich weniger diskriminieren, als wir das heute machen. Und nach einer vollständigen Umstellung, meinetwegen, sagen wir mal 15 oder 25 oder 30% Mehrwertsteuer zunächst, dann wird auch das chinesische Produkt mit der gleichen Mehrwertsteuer belastet. Und wenn wir anfangen, müssen die anderen mitziehen. Das ist vielleicht auch an der Stelle noch wichtig. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, bei der letzten Mehrwertsteuererhöhung auf 19 von 16% gab es die Diskussion mit Frankreich. Die haben nämlich, was haben wir mit den 3% gemacht, die wir mehr eingenommen haben? Wir haben teilweise sind die im Staatshaushalt versickert, teilweise zur Schuldentilgung in Ordnung. Aber teilweise wurden sie auch zur Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge genutzt. Von damals 6,2% auf dann 4,9% und ich glaube mittlerweile 4,6%. So, das heißt, die heimische Produktion hat davon zumindest ein bisschen profitiert, die französische nicht. Das heißt, der französischen Regierung, und damals bei den Wahlen hat es dann eine Rolle gespielt, die sind der französischen Regierung aufs Dach gestiegen und haben gesagt, sowas wollen wir auch. Und die Franzosen, in Frankreich heißt die Mehrwertsteuer, wir sind ja nur 20 Kilometer von Frankreich weg, in Frankreich heißt die Mehrwertsteuer, also in Karlsruhe, in Frankreich heißt die Mehrwertsteuer, das ist noch nicht wieder so, dass man mit der S-Bahn zur Front fahren kann. Also in Karlsruhe sind wir nur 20 Kilometer weg von der Grenze. Also in Frankreich heißt die Mehrwertsteuer TVA, Taxe Valeur Actuelle oder Additionnelle oder ähnlich, wenn jemand Französisch spricht, bitte helfen. Okay? Also und dann wollten die also eine Mehrwertsteuer zur Finanzierung ihrer Sozialausgaben, also Taxe Valeur, also TVA, Sozial. Und das war damals, ich habe den Artikel von der vom Handelsblatt, Ruth Berschens hieß die, die den geschrieben hat, den Artikel habe ich auch. Also man sieht sozusagen, sobald wir anfangen, ist wie ein Geleitzugproblem. Ne? Und je größer die Volkswirtschaft ist, die anfängt, umso leichter ist es. Gut, also jetzt sind wir schon ein bisschen abgedriftet in diese Steuerthematik, aber die ist wichtig, wenn wir sozusagen, weil dann oft Fragen kommen, was passiert beim Ausland. Also die müssen wir tun. So. Jetzt kommen wir bei der nächsten Grafik, das ist dann schon die Abschlussgrafik, um zu sehen, was es überhaupt kostet, so ein Grundeinkommen einzuführen. Und Sie sehen jetzt gleich, warum der Gedanke der Substitution wichtig war. Und um zu sehen, was das Grundeinkommen kostet einzuführen, machen wir jetzt noch ein, glaube ich, letztes, das ist sozusagen Gedankenexperiment. Wir stellen uns jetzt vor, wir wären auf einer großen Zuschauertribüne in einem Riesenstadion. Und in dem Stadion, es gibt ja immer mal Teilhabe oder so in Stadien, aber gut, also sagen wir mal, ganz normal ein Sportstadion und die Volkswirtschaft, wie soll ich das sagen, läuft jetzt, kommt jetzt hineingelaufen in dieses Stadion. Und das Interessante, das ist jetzt eine Idee von einem Soziologen namens Jan Penn von 1900, Anfang der 60er, ich glaube 62. Das heißt jetzt die sogenannte Penns Parade und die stelle ich jetzt gerade vor. Und die Idee dabei ist nämlich, dass die da reinlaufen, jeder ist so hoch wie sein Einkommen. Also
Dann kommen erst bei den ersten 20 Minuten kommen die Parade der Zwerge, so nennt er das, und dann kommt die Parade der Mittleren, und dann kommt die Parade der Hohen, und also ganz zum Schluss kommt noch in 2-3 Minuten kommt die Parade der Riesen. Und nach einer Stunde kommt diese Holzwirtschaft zum Stehen, und dann haben Sie einen schönen optischen Eindruck sozusagen von der Einkommensverteilung im Land. Und wenn Sie das jetzt einmal vor Ihrem geistigen Auge rumdrehen, dann sieht das in etwa so aus, und das zeichne ich jetzt an. Und zwar zunächst mal sehr schematisch, nämlich der Einfachheit halber, mache ich das ja, der Einfachheit halber, genauso wie die erste Grafik. Das hatte ich ja vorhin versprochen, sozusagen so sieht es dann in etwa aus. Also nicht ganz so, aber schematisch. Und allerdings wären das dann jetzt hier 80,8 Millionen Bürger und hier die Einkommenshöhe. Ich sage an der Stelle gerne dazu, warum hier nur 80,8 stehen. Habe ich nämlich bis zwei Abende vor meiner mündlichen Doktorprüfung gerätselt. Da haben uns nämlich noch 300 Milliarden Euro gefehlt in der Rechnung von insgesamt 1500. Also das ist ein Haufen Geld gewesen. Wir sind ja 82,6 Millionen Menschen. Und von dem Statistischen Bundesamt erfasst und veröffentlicht werden nur 80,8. Warum? Weil das Statistische Bundesamt in neun Einkommensklassen, 6, 7, 8, 9, genau, und zwar nur bis zu einem Haushaltseinkommen von 18.000 Euro. Und in dem Moment, das ist wieder die dunkle Seite, Verschleiern der Tatsachen. Offiziell wird es begründet mit Datenschutz, aber solange wir halt die dunkle Seite weiterreden, dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir über die Tatsachen enttäuscht sind. Diese Zahl von 300 Milliarden 2003 ist bis 2008 auf 500 Milliarden gestiegen. Also hier sind 1,6 Millionen Menschen drin, 1,8 in Haushalten mit mehr als mit mehr als 18.000 Euro pro Monat, und die werden damit veröffentlicht. Also wenn man sich immer aufregt über die Ungleichverteilung, da sind die noch gar nicht drin. Also das Haushaltsnettoeinkommen, genau. Ist das oder pro Person? Nee, das ist schon das verfügbare Haushaltsnettoeinkommen. Das verfügbare Haushaltsnettoeinkommen nach Steuern. Ganz kurz, genau. Und da wird ab 18.000 Euro pro Monat nicht gedeckelt und wird nicht mehr veröffentlicht, weil man dann auf einzelne Personen in bestimmten Regionen angeblich stößen kann. Weil man dann weiß, ja, wenn der Wirt steht in irgendeiner Zeitung drin, der Wirt hat 600 Millionen Einkommen im Monat mit seinen zwei Kopfhaushalten oder drei oder er, und dann weiß man, hier ist eine Person oder ein Haushalt mit 600 Millionen Einkommen. Und dann weiß man, da kann man sagen, der ist es. Aber man sieht, und der Punkt ist, das wählen wir, wann immer wir sozusagen die etablierten Konstellationen wählen. Also schwarz-gelb oder grün oder wie auch immer. Also, das ist aber ein anderes Thema. Gut. Also das ist im Grunde eine Vernebelung, eine Verschleierungstaktik. Ob das jetzt bewusst wird oder weiß ich gar nicht, aber der Punkt ist, das ist Tatsache. Die werden nicht erhoben und nicht veröffentlicht. Da brauche ich überhaupt kein Verschwörungstheoretiker zu sein, sondern das ist Tatsache. So, und jetzt, und das wird aber immer wieder geduldet. Wir wählen das immer wieder durch unsere Wahl, also die Mehrheit wählt das. So, und jetzt möchte ich es aber noch etwas genauer machen, weil jetzt, ich hatte Ihnen versprochen, dass es im Grunde nur zwei Grafiken sind. Und das sind sozusagen, das ist so wie die erste, Sie müssen nur die Achsenbeschriftung ändern. Hier ist jetzt halt Einkommen und Bevölkerungszahl. Und damit wir jetzt sehen, dass das Grundeinkommen fast nichts kostet, muss ich es noch etwas genauer machen. Sie können es dann auch in der Doktorarbeit genau nachlesen. Machen wir wieder die 80,8, weil das sind ja nur die Zahlen, auf die wir uns stützen können. Und hier wieder das Einkommen. Und dann sieht es sehr, sehr ähnlich aus, aber ich muss mit ein, zwei Stellen ein bisschen. Nämlich der erste Aspekt ist, dass es, also hier, sagen wir mal, was machen wir hier? Also 600 Euro, machen wir hier 800 Euro. Einkommen so. Also es ist heute so, dass auch heute schon praktisch niemand pro Kopf weniger als 600 Euro hat. So, und dann gibt es hier einen ziemlich langen Bereich, wo also so mittlere Einkommen sind. Also ich habe es jetzt skaliert, muss man sehen, wie das sind dann so 2000 und so. Kann man sagen, das sind 2000 und dann vielleicht 3000 oder so. Also jetzt ganz grob so. Also wir haben einen ziemlich breiten Bereich, wo, also so Mittelstandsbauch kann man sagen, also da gibt es auch wieder Einkommen so. So, und am Schluss zischt es dann aber tatsächlich wieder so ab. So. Und wenn man sich jetzt, deswegen war dieser Gedanke der substitutiven Einführung zunächst mal wichtig, dass wir es verstehen, auch wenn wir es dann am Ende vielleicht additiv einführen.
dass man sagen kann, okay, wenn es in die bestehenden Löhne und Gehälter hineinwechselt, dann müssen wir ja für diejenigen, die heute 600 Euro haben, keine zusätzlichen Mittel in die Hand nehmen. Also man darf eigentlich nie fragen, was kostet es, das Grundeinkommen zu finanzieren, sondern man muss immer fragen, was kostet es an zusätzlichen Mitteln, das Grundeinkommen zu finanzieren. Und da kommt es tatsächlich auf die Höhe des Grundeinkommens an. Und wenn man jetzt, wie bei mir in der Doktorarbeit ausgerechnet hat, also ein Grundeinkommen von 800 Euro, da muss man im Grunde ja nur für diejenigen, die ich mache mal etwas anders, für diejenigen das Grundeinkommen finanzieren, die heute unter 800 Euro liegen. Ja, wenn wir es substitutiv denken, läuft es noch oder ist schon vorbei? Ja. Das heißt, als zusätzliche Mittel, die wir quasi brauchen für ein Grundeinkommen von 800 Euro, das ist etwa dieser Zwickel und das sind etwa 20 Milliarden Euro. So. Kurze Pause bitte. Ja. Schon geht's weiter. Pro Jahr, genau. Zum Beispiel. Ja, ja, genau, pro Jahr. Geht schon weiter. Geht schon weiter. So, und dann kann man sehen, 20 Milliarden Euro, das ist zwar viel Geld, aber verglichen mit einem BIP von bald 3 Billionen, also bald 3.000 Milliarden Euro und von einem Erfolgseinkommen von bald 2.000 Milliarden Euro ist es sozusagen also etwa 1% des Volkseinkommens und weniger als 1% des Bruttoinlandsprodukts. Und das ließe sich leicht finanzieren, quasi mit der Erhöhung der Mehrwertsteuer um 1%. Das sozusagen kann man jetzt sagen. Also 1% bringt zwar nur 10 Milliarden Euro und 10 Milliarden Euro ermöglichen auch nur die Auszahlung von 10 Euro pro Kopf pro Monat. Aber es ist so, dass dadurch, dass ich 10 Euro, also wenn ich jetzt so ganz langsam anfangen würde, ich kann natürlich auch anders anfangen, aber ich mache es jetzt den einfachsten und, wie soll ich sagen, unspektakulärsten Weg, weil ich weiß, dass es auf dem am ehesten geht, aber da können wir über die Details sprechen. Wenn ich also 10 Euro an jeden zahle und ich weiß, Rentner, Kinder, öffentliche Angestellte etc. sind etwa 40 Millionen in Deutschland, dann weiß ich, dass ich auch an die das substitutiv auszahle. Das heißt, in dem Moment, wo ich diese 10 Euro an 40 Millionen auszahle, hat der Staat zugleich auch für 40 Millionen 10 Euro weniger Ausgaben. Sozialtransfers. Genau, Sozialtransfers, Bankenbezüge, was auch immer. Und das bedeutet, in dem Moment, wo ich bei 40 Millionen 10 Euro spare, kann ich an 80 Millionen 5 Euro vergeben. Und das ist also eine arithmetische Reihe. Wenn man das zweite Mal macht, kommt man dann auch mit einem Euro, mit einem Prozent Mehrwertsteuer auf insgesamt diese 20 Milliarden, die man braucht. Müssen wir halt sozusagen nach einem halben Jahr dann oder so erhöhen. Aber das ist einfach wichtig, dass man von der Größenordnung, weil einem gerne um die Ohren geschlagen wird von Leuten, die sich damit noch nicht befasst haben oder noch nicht genug befasst haben, das kostet 800 Euro mal 12 Monate mal 80 Millionen Menschen. So ist es nicht. Aber, und das muss man jetzt auch an der Stelle dazu sagen, hier fängt man halt dann jetzt nicht mit 1.000 Euro im Monat an. Das kann man auch, das ist aber eine andere Thematik, da können wir jetzt gleich in der Tiefe drüber sprechen. Und ich hoffe, es geht, dass wir mit 6, 7, 8, 9, 100, vielleicht 1.000 Euro anfangen. Da weiß ich es aber nicht. Hier weiß ich aber, dass es geht. Und vielleicht fangen wir nicht mit 10 Euro, sondern mit 30 oder mit dem, was mit 60 Euro zum Beispiel könnte man anfangen. Das wären 3% Punkte Mehrwertsteuer. Und das wird jetzt keinem wehtun und das wird dann auch nicht mehr versickern, wie beim letzten Mal, sondern wir erhöhen die Mehrwertsteuer um 3% Punkte, zahlen an jeden 60 Euro im Monat aus. Erste Stufe Grundeinkommen machen, nächstes Jahr machen wir das Gleiche und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann entzerrt sich das langsam. Dann werden die Steuern aus den Preisen herausdestilliert langsam und dann haben wir immer mehr Transparenz in unserem Land. So, also jetzt kommen noch viele zur Naturbesteuerung sagen, sage ich auch gleich noch was, aber jetzt können wir zu Fragen kommen erstmal. Gut. Naturbesteuerung, da sind wir schon beim Thema. Ressourcenbesteuerung. Ja. Wenn wir jetzt auf die erste Grafik zurückgehen, wirkt ja praktisch eine hohe Mehrwertsteuer, ja, dem Trend zur Arbeitsteilung entgegen. Also das heißt, Eigenproduktion, Selbstverbrauch lohnt sich wieder. Weil ich ja keine Mehrwertsteuer drauf zahlen muss. Also als Stimulation. Es wird nicht für jeden, sag ich mal, so interessant sein, aber der kleine Garten ist ja an sich auch nicht schlecht. Genau. Das ist ja eine positive Wirkung. Aber in dem Zusammenhang aber Naturbesteuerung insgesamt, um wieder auf die Stimulationswirkung zu kommen,
wenn man Richtung Ressourcenverbrauch besteuern würde, also praktisch das von ganz rechts nach ganz links verlegen, ja. Die Steuer, bleibt ja ansonsten die Preise wieder konstant. Und wir hätten natürlich eine Stimulation aus möglichst wenig Natur, möglichst viel Produkt zu machen. Genau. Ja, geht natürlich nur im internationalen Wettbewerb, wenn alle mitmachen. Sonst geht es nicht. Und ich habe natürlich einen Aufwand für alle Importe, müsste ich diese Natursteuer natürlich ermitteln irgendwo. Genau, das geht auch. Aber ökonomisch wäre es wahrscheinlich sogar von der Stimulation her besser. Als für die, genau, ökonomisch, genau. Und in dem Zusammenhang noch die zweite Frage, Entschuldigung, zur Mehrwertsteuer. Diese 25%, wenn wir jetzt eine Staatsquote von 50% haben, habe ich das richtig verstanden, dass im Endeffekt aus 25% Mehrwertsteuer rauskommt? Das ist natürlich ganz plausibel. Genau. Der Punkt ist, wie ich es hier schon angezeigt habe, ist es ein stufenweiser Prozess. Wenn wir jetzt nur fragen würden, wie ich es jetzt hier der Einfachheit halber gemacht habe, was ist, wenn wir die heutige Staatsquote ausschließlich über die Mehrwertsteuer finanzieren wollen, wären wir tatsächlich bei 50% bzw. sogar 100% vom 100. Der Punkt ist aber, genau bei der Staatsquotendiskussion kann man nämlich ansetzen und sagen, ja, wie sieht es denn eigentlich aus bei der wirtschaftlichen Stimulation, die dadurch zustande kommt, dass ich keine Einkommensteuer mehr oder immer weniger zahle, also mehr Netto vom Brutto und so weiter, dadurch kommt es zu einer Stimulation. Und wir wissen nicht, wie hoch die ist, weil Herr Werner nicht möchte, dass die Forschung weitergeht an der Stelle. Warum, müssen Sie ihn fragen. Aber Herr Werner unterstützt diese Forschung nicht weiter. Und hat mir auch noch nicht gesagt, warum. Aber ich hoffe, vielleicht irgendwann tut er es mal wieder. Aber jedenfalls im Augenblick tut er es nicht. Und weil er das nicht tut, wissen wir nicht, weil wir an der Stelle nicht weiterforschen können. Und da überrollen uns sozusagen alle anderen und sagen, es funktioniert, dann funktioniert es. Also, da darf man nicht über die Dunkelheit schimpfen und dann nicht bereit sein, Licht anzuzünden. Der Punkt ist, wenn diese Stimulation, von der wir nicht genau wissen, wie hoch sie sein wird, zustande kommt, ist es möglich, dass nach so einer Umstellung in 10, 20, 30 Jahren die wirtschaftliche, wie soll ich das sagen, die wirtschaftliche Tätigkeit insgesamt so gestiegen ist, dass wir keine Staatsquote von 50% mehr haben, sondern nur noch von 40 oder 30 oder 25. Und wenn wir die ausschließlich über die Mehrwertsteuer finanzieren wollten, würden auch natürlich 25% Mehrwertsteuer reichen. Jetzt gehöre ich, wenn wir später noch weiter über die Natur sprechen, nicht zu denen, die sagen, wir brauchen keine Einkommensteuer mehr. Bei der Leistung stimmt es zwar, wenn einer aus Leistung Einkommen erzielt, aber wenn einer aus der Knappheit von natürlichen Ressourcen Einkommen bezieht, da sollte das Einkommen ökonomisch gesehen, diese Knappheitsrente, vollständig wegbesteuert werden. Und da bräuchte man halt schon eine Einkommensteuer. Aber das ist ein anderes Thema, da kommen wir auf. Und da brauchen wir ehrlich gesagt, wenn man die Dinge so anlegt, wie sie die ursprüngliche deutschsprachige ökonomische Schulung Ludwig Erhard und Walter Eucken angelegt hatten, brauchen wir nicht mal eine Steuer, weil wir dann eine gemeinschaftsgüterbasierte Ökonomie haben. Noch weiter zurück, Leon Walras zum Beispiel hat gesagt, einer der Begründer der klassischen ökonomischen Theorie hat gesagt, man sollte Boden natürlich privat bewirtschaften, aber der Boden muss immer im staatlichen Eigentum bleiben und dann in Erbbaurechten vergeben werden. Das funktioniert zu 100% marktlich. Halb Downtown Manhattan steht auf Grundstücken der New Yorker Hafenbehörde, die andere Hälfte gehört der katholischen Kirche und niemand käme jetzt auf die Idee zu sagen, Downtown Manhattan London ist übrigens genauso, halt die City gehört dem Earl of Westminster, das ist eine sehr schöne Gelegenheit, Erbschaftssteuer zu sparen, wenn man alle 100 Jahre nur die Erbpacht erneuern muss. Also das funktioniert 100% marktlich und London und New York, die Zentren des Kapitalismus, stehen jetzt nicht in dem Ruf, sozusagen kommunistische Zellen zu sein. Also das, die Idee stammt nicht von mir, sondern von Leon Walras. Anderen, aber Leon Walras, einer der Begründer der Gleichgewichtstheorie in der klassischen ökonomischen Schule, hat das gesagt. Nur das ist den vielen heutigen Ökonomen überhaupt nicht mehr im Bewusstsein, weil seit 100 Jahren etwas vonstatten geht, was sozusagen eine Seite völlig vernebelt, denn wir haben eigentlich als natürliche Produktionsfaktoren die Natur, die Arbeit und dann den menschlichen Geist. Und es gab bis vor 100 Jahren eine erbitterte Ökonomendiskussion darüber, ob Labor, Capital und Nature oder Boden damals berechnet werden sollten. Und das haben sich die durchgesetzt, die sagen, nein, Nature, also Boden, ist nur ein Teil von Capital. Und die haben sich deswegen durchgesetzt, weil in Chicago von Großgrundbesitzern die entsprechenden Schulen gestiftet wurden,
sodass dort die Professoren gelehrt haben, die bis zum heutigen Tag nur Labor und Capital rechnen. Also wenn Sie heute Wirtschaftswissenschaften studieren, hören Sie nur, rechnen Sie nur mit Labor und Capital, nicht mit Boden. Und da ist auch ein Buch drüber geschrieben worden, das heißt The Corruption of Economics. Da sieht man, wie die Ökonomie seit 100 Jahren in die falsche Richtung geht, sich fast vollständig von ihrem Forschungsgegenstand, den Menschen, entfernt hat. Und deswegen haben wir keine Begriffe mehr, schon gar nicht von dieser Art von wissenschaftlicher Seite, die uns in die Lage zu versetzen, die Probleme zu verstehen, geschweige denn zu beherrschen. So, okay, jetzt bin ich etwas abgeschweift. Ja? Ich hätte eine Verständnisfrage und dann eine Frage, die ist vielleicht etwas allgemein, aber hier sind so viele Dinge, die ich erstmal setzen lassen muss. Ach, das Buch habe ich gesagt, das Buch heißt The Corruption of Economics, ruhig kaufen. Sie hatten irgendwann mal gesagt, dass es ölig ausgeht oder irgendwie sowas. Genau. Das ist eine meiner wichtigsten. Wie ist das für meine Tochter wieder gekommen? Ganz einfach, erzählt. Genau. Wer hat es gesagt? Einer hat es gesagt, es wird immer teurer. Also einfach nur teurer. Genau. Also, aber ich sage jetzt, mal, das habe ich dem Professor Eichhorn, meiner Doktorväter, zu verdanken. Der Club of Rome hat in den 70ern gesagt, also das Ende des Wachstums. Und da haben die Physiker ausgerechnet, ich weiß nicht, ob Physiker unter uns sind, aber sozusagen als Physiker kann man sagen, wir haben so und so Physiker? Als Physiker kann man sagen, wir haben so und so viel Verbrauch pro Jahr. Der steigt mit so und so viel Prozent pro Jahr, wir haben so und so viel Öl auf der Erde, also irgendwann ist es zu Ende. Ein Ökonom. In 5 Jahren war das zu Ende. Oder genau, ja. Ein Ökonom würde nie auf die Idee kommen, zu sagen, das Öl geht irgendwann zu Ende. Weil je näher wir an diesen Endpunkt kommen, umso teurer wird es. Das ist auch wichtig beim Verständnis, wie wir unter Naturproblemen gelöst werden. Bergmann. Genau, und irgendwann wird es, das ist Bergmann, oder? Also irgendwann wird es dann billiger, einfach auf Sonne und Wind oder was auch immer zuzuschalten. Okay, gut. Also es geht um diese Peak Oil, dass praktisch Öl wahrscheinlich noch Millionen Jahre da sein wird. Der letzte Liter Öl steht dann mal irgendwo in einem Museum, aber irgendwo kann es. Bildet sich auch ständig welches Neue. Also genau. Man kann es auch künstlich herstellen, das ist alles kein Problem. Ja, okay. Das ist nur ein relatives Problem. Genau. Und Recyceln aus Abfall. Ja. Hätte ich noch eine allgemeine Frage, die vielleicht für die Karate noch vielleicht relevant ist. Das Thema Mindestlohn. Würden Sie das zu den dunklen Mächten, sage ich mal, zählen? Weil ich sehe da ein Problem, oder meine Wahrnehmung ist, dass das Thema Mindestlohn das Thema Grundeinkommen überblendet und eigentlich hinauszögert. Das ist eigentlich die größte Gefahr beim Mindestlohn. Die Grundidee ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber das Problem ist, wer den Mindestlohn fordert, spielt sozusagen gewissen Kräften den Ball zu. Ich habe heute Morgen auf dem Weg hierher in der Frankfurter Rundschau einen Artikel gelesen mit dem Lasse, wie heißt der wieder? Becker von den jungen Liberalen. Bitte? Auch, bitte? Ja, von den jungen Liberalen, der Vorsitzende, ein netter Kerl. Aber der sagt dann, ja, Mindestlohn, das führt dann dazu, dass die unteren, also Jugendliche und Geringqualifizierte, keine Jobs mehr bekommen, weil sozusagen der Mindestlohn sagt, ich muss die 8 Euro zahlen, wenn deine Produktivität, so denken die Ökonomen, so denkt er, wenn deine Produktivität bei 6 Euro liegt, dann kann ich dich nicht einstellen. Also wer den Mindestlohn fordert, muss wissen, dass das immer die Antwort ist. Außer wenn jetzt Rösler kurz vor Bundestagswahl noch in den Himmel will, beziehungsweise nochmal in den Bundestag, dann sagt er, ja, wir sollten vielleicht doch Mindestlohn light machen. Aber ansonsten, wenn diese Fronten gegenüberstehen, sagen dann die, ja, wir wollen einen Mindestlohn, und die Rechten sagen, das verhindert ja sozusagen und weisen auf die hohe Arbeitslosigkeit, Jugendarbeitslosigkeit in Frankreich und so weiter, in die einen Mindestlohn haben. Durch ein Grundeinkommen kriege ich diese Diskussion ganz sauber ausgeblendet. Weil ich kann natürlich einen Mindestlohn fordern, aber sozusagen ich brauche dann zur Existenzsicherung keinen mehr. Ich brauche natürlich auch weiterhin, kann mich natürlich weiterhin gewerkschaftlich organisieren und sagen, ich möchte für meine Berufsgruppe oder meinetwegen für alle sozusagen den Lohn raushandeln. Also das Grundeinkommen arbeitet dem Mindestlohn nicht entgegen. Aber die Gefahr ist, dass die Mindestlohndebatte sozusagen das Grundeinkommen übertönt. Und dann geht es halt eine Weile in die falsche Richtung, bevor man dann irgendwann erkennt, ja, wir müssen halt die Trennung von Arbeit und Einkommen nicht nur realwirtschaftlich, sondern auch nominell vollziehen. Ich
das Grundeinkommen eine Art Mindesteinkommen ist. Dass man praktisch jeder, wenn es ein Grundeinkommen gibt, oder so eine Grenze, kann jeder seinen persönlichen Mindestlohn, wo er sagt, okay, 105 Euro fange ich mal an, sozusagen selber aushandeln. Also, ja, eben, genau. Damit sind die Gewerkschaften mit, wir sprechen für viele Millionen, haben wir natürlich nicht unbedingt was genau. Dafür. Genau. Aber, aber das Modell mit dem erhöhten Mehrwertsteuersatz spielt doch eigentlich den Mindestlohn in die Hände. Weil wenn der Nettolohn sinkt pro Stunde, weil die Sozialversicherungsabgaben sinken und die Einkommensteuer sinkt, also die Sozialversicherungsabgaben nicht die Einkommensteuer sinkt, dann wird ja der Stundenlohn automatisch günstiger, auch wenn er für den Arbeitnehmer steigt. Sie meinen die Stelle hier? Genau. Es stimmt und es stimmt nicht ganz. Und das macht aber trotzdem wieder einen Unterschied ums Ganze, denn es ist kein Mindestlohn, sondern eher ein Kombilohn. Und das ist ja vom Wort her was, was sozusagen eher diejenigen fordern, die sozusagen rechts der politischen Mitte stehen. Das Problem beim Kombilohn ist, dass die immer umgekehrt rechnen, dass die Kombilohn immer ans Unternehmen aufhängen und sagen, ja, du zahlst halt deinem Arbeitnehmer so viel, wie er gerade von der Produktivität leisten kann und wir stocken es dir halt noch auf. Das ist der Kombilohn. Das Grundeinkommen ist im Grunde ein flächendeckender Kombilohn, der aber nicht am Unternehmen ansetzt, sondern am Einzelnen. Der Einzelne hat dann das Grundeinkommen von 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100 Euro oder 1000 Euro und kann dann sagen, ja, ich gehe aber zu dem Unternehmen arbeiten oder halt eben nicht. Ne? Und wenn ich Zigaretten drehen muss oder Waffen bauen muss, dann muss er mir halt mehr zahlen, als wenn ich Kinder erziehen darf. Ne? Also das ist so setzt das Grundeinkommen. In dem Sinne würde ich jetzt noch nicht sehen, dass der Mindestlohn dem Grundeinkommen entgegensteht, wenn man es jetzt wirklich additiv einführt. Man müsste es nur kompensieren, nicht anpassen. Der Mindestlohn muss steigen, wenn das Grundeinkommen fallen, wenn das Grundeinkommen steigt. Stimmt, also wie soll ich das sagen, mechanisch oder wie soll ich sagen, rechnerisch haben Sie völlig recht, aber von der Psychologie und auch von der Politpsychologie sagen dann einige, ja, wenn wir einen Mindestlohn haben, dann brauchen wir kein Grundeinkommen mehr. Und insbesondere, dass dann ein Drittel der Bevölkerung sagt, ja, wir brauchen den Mindestlohn, das löst alle unsere Probleme. Und dann das andere Drittel sagt, ja, aber der Mindestlohn, dann werden die Jugendlichen arbeitslos, guckt doch, wie es in Frankreich ist. So kommen wir nicht weiter. Man muss halt zumindest ein Drittel sagen, ja, schau doch mal ein Grundeinkommen an, meinetwegen mit Mindestlohn zusammen, aber auf jeden Fall zumindest mal das Grundeinkommen, das löst eigentlich beide Probleme. Nicht zu vergessen, selbstständige Freiberufler und Leute, die auch gar nicht die 40-Stunden-Woche leisten können. Genau. Werden ja gerade aus dem Problem. Dann kommt ja da aber auch was dazu. Der Mindestlohn ist nur für die Leute, die einen herkömmlichen Arbeitsplatz besitzen. Das bedingungslose Grundeinkommen ist für diejenigen auch sinnvoll, die eben gerade keinen Arbeitsplatz haben oder nicht mehr, weil sie in einem Alter sind, wo sie aus irgendwelchen Gründen nicht mehr arbeiten können oder möchten. Genau. Heute Rentner. An der Stelle will ich vielleicht noch eine Sache selbstständig ergänzen. Ich hatte eben schon mal den Namen Leon Varadkar gesagt. Der ist der Begründer der Gleichgewichtstheorie, allgemeines Marktgleichgewicht, wer sowas in der VWL gehört hat. Also grob, dass sich Angebot und Nachfrage sozusagen in einem Punkt schneiden. Und das zeige ich jetzt gerade mal auf und zeige auf einen Fall, in dem es eben nicht funktioniert, der eben für uns volkswirtschaftlich von fataler Wirkung ist. Also normalerweise kann man sagen, Angebot und Nachfrage schneiden sich sozusagen in den Punkt und dann habt ihr hier sozusagen den Gleichgewichtspreis, also sozusagen den Gleichgewichtspreis im Sternchen, also man wegen den Lohn im Fall von Arbeit. Und hier hat man sozusagen die Menge, die Gleichgewichtsmenge. So, die gleichgewichtige Menge. So, und für alles, was man vom Menschen trennen kann, will ich es jetzt mal so allgemein formulieren, stimmt es auch. Also für Zucker und Mehl und so weiter kann man sagen, also wenn die mit dem Preis runtergehen, irgendwann stellen halt die Unternehmer dann nicht mehr genug Zucker her. Also das ist jetzt beispielsweise hier das Arbeitsangebot, also das Arbeitsangebot von Zucker und das ist hier die Nachfrage. Wenn ich es jetzt manchmal verwechsel ich es auch, aber gucken wir mal, dass es jetzt stimmt. Das würde stimmen, wenn die jetzt in der Produktion gelandet. Das gilt aber nicht für Erwerbseinkommen. Genau, und das ist der entscheidende Punkt. Das ist der entscheidende Punkt und darauf hat im Grunde schon Varadkar einen Blick gehabt. Aber sozusagen, also ich will nicht nur sagen, also Varadkar wird für diese Gleichgewichtstheorie sozusagen gefeiert und gilt als Begründer der Klassik, aber für das, was ich eben sagte, dass eigentlich Boden, um diese ganzen Spekulationsblasen zu vermeiden und dass der Boden immer auch bei demjenigen ist, der den höchsten Ertrag bringt, müssen wir eben einer ständigen Belastung unterlegen, nämlich einer Erpacht. Die kann, wenn einer das Grundstück nicht will, auch bei Null sein. Also wenn es darum geht, jetzt Prärien zu bebauen, bevölkern, und da gibt es halt keinen, der das macht,
dann kann man die auch für null vergeben. Aber das ist der entscheidende Punkt. Und für diese Bodentheorie, das wird, viele wissen gar nicht mehr, dass Valras das gefordert hat. Das Werk, in dem er das gefordert hat, ist auf Französisch, heißt Theorie de la Propriété, ist bis heute weder aufs Englische noch aufs Deutsche übersetzt. Und das sind sozusagen die Kräfte, sozusagen, mit denen man sich da befassen muss. Also da wird die Wahrheit systematisch außen vor gelassen. Und man muss sich fragen, wie hat denn die sogenannte Wirtschaftskrise begonnen, ja doch als Immobilienkrise. Wie lange muss es quasi aus diesem Sektor, der uns unbekannt ist, noch schießen, immer wieder neue Immobilienkrisen sein, bis auch die Ökonomie dahin geht und sagt, ja, vielleicht müssen wir den Faktor Boden noch mal ein bisschen genauer anschauen. Also ein sehr guter Freund von mir ist ein führender Ökonom in New Haven an der Yale University, mit dem habe ich darüber gesprochen, der kam aus der Chicagoer Schule. Die sind der Auffassung, dass sie eine vollständige Bodentheorie haben. Haben sie aber nicht, denn sonst würden sie nicht alle immer nur mit Labor and Capital aber ich will die Freundschaft mit aufs Spiel setzen, deswegen diskutiere ich mit Ihnen darüber. Ja, aber Freund muss auch glücklich sein. Genau, ja, das ist quasi erst frisch von Ihnen. Ich bin verheiratet, aber sozusagen. So. Die junge Freundschaft, das will man noch nicht aufs Spiel setzen. So, worauf ich jetzt hier hinaus will, ist, wie Sie schon gesagt hatten, für den Arbeitsmarkt gilt das eben genau nicht, weil als Arbeitnehmer, also wenn ich Arbeit als handelbare Ware betrachte, müsste es ja so sein, dass wenn der Preis für Arbeit, also der Lohn, immer weiter runter geht, dann auch wenn der Lohn irgendwie zu niedrig ist, dann sagen wir, dann ziehe ich mich schon vom Arbeitsmarkt zurück. Das geht halt eben nicht, das geht witzigerweise vom Grundeinkommen. Das Grundeinkommen heilt diesen Mangel der Theorie, absurderweise, obwohl sozusagen der Mainstream noch sehr dagegen wird. Aber wir wissen ja, wie heißt es? Verspotten, verlachen, nehmen wir das, ignorieren, verlachen und dann selbstverständlich werden. Also was passiert heute ohne Grundeinkommen? Das Arbeitsangebot, wenn es unter ein bestimmtes Lohnniveau geht, die können sich nicht darauf sozusagen konzentrieren oder nicht auf die Strategie zurückziehen, das Arbeitsangebot, das ist die Menge sozusagen, zu reduzieren, sondern sie müssen im Gegenteil die Menge ausweiten und das und um sich und ihre Familie ernähren zu können. Und das führt, was es hier grafisch bedeutet, das führt im Grunde dazu, dass wir in eine volkswirtschaftliche Situation hineinkommen. Und genau das ist der Pfad, den wir gerade beschreiben, wo die Löhne immer weiter sinken und wo wir aber nie zur Vollbeschäftigung kommen. Das heißt, mit dem Lohn, mit dem Versprechen der Vollbeschäftigung werden uns immer weitere Löhne aufgedrängt. Und das führt uns aber in die weltweite Sklaverei. Ja. Weil, ne, wenn wir mit den Löhnen runtergehen, müssen die Griechen auch runtergehen, auf einmal können die ihren Konsum nicht mehr finanzieren, müssen sie Kredite aufnehmen und Bangladesch ist noch viel schlimmer. Dass natürlich Volkswirte das nicht denken können, wenn sie wirklich nur in Volkswirtschaften denken und noch nicht die Realität denken, die nämlich eine Weltbinnenwirtschaft ist, und zwar eine geschlossene Volkswirtschaft, weil wir haben noch keinen anderen Planeten erobert. Also wenn sie tatsächlich nur volkswirtschaftlich denken, haben sie für dieses Problem überhaupt keine Sensibilisation. Und deswegen ist es halt wichtig, dass wir wenigstens einmal darüber sprechen. Das kann man auch in den Dis lesen, aber die liest keiner. Aber dort ist also geringe Löhne führen dazu, dass sich das Arbeitskräfteangebot ausweitet. Wir genau. müssen mehr arbeiten, weil der Lohn sinkt. Ja. Weil man ja ein gewisses Einkommensziel bei heute aktuellen Preisen genau. muss man ja erreichen, sonst kann man seine Kosten nicht länger als eine Person. Genau. Und das ist ja die Krux. Und dann würde ein bedingungsloses Grundeinkommen plus nach unten so eine Schwelle einsetzen. Genau. Ein Mindestlohn wird vielleicht da auch nur bedingt helfen. Genau. Und weil ich ja trotzdem muss ich ja arbeiten, ich kann mich ja nie zurückziehen vom Arbeitsmarkt. Ja. Und jetzt, man sieht es ja auch in Deutschland, dass die geleisteten Stunden ja schon ein bisschen ansteigen in den letzten 10, 20 Jahren. Die Leute müssen mehr machen, aber wenn man gefeiert, ne? immer mehr Leute arbeiten. Was jetzt, also das ist sozusagen die grafisch, jetzt könnten wir das alles noch rechnerisch machen, die grafische Seite. Was aber viel grundlegender und viel wichtiger ist, was hier dahinter liegt, ist die Frage, ist menschliche Arbeit überhaupt eine handelbare Ware? Und über die wird heute gar nicht gesprochen. Deswegen haben Sie mich in Karlsruhe, haben mich nicht einmal die Privaten in Karlsruhe beim 1. Mai sprechen lassen, weil die nämlich von der Gewerkschaftsseite kommen. Also man sieht, die Kräfte sind auch bei uns, ne, da. Das sind aber liebe Leute, aber sozusagen ich, vor ein paar Wochen haben sie mich gefragt, bevor ich nach Amerika gegangen bin, sprichst du am 1. Mai? Habe ich gesagt, ja. Dienstag habe ich angefangen, habe ich angerufen, habe gesagt, soll ich sprechen, habe nichts mehr von euch gehört. Nee, das machen schon die auf der Landesliste ein bisschen höher sind. Gut, dann machen es halt die. Für die sind sie die dunkle Seite. Vielleicht, ja, das ist eben, ne? kann auch sein. Jetzt muss man sich überlegen, was man geht oder so. Die Frage ist, wie
die, ja, da müssen wir halt echt mal im Dialog auf einen Nenner kommen. Ne? Also die Frage ist, da möchte ich nämlich noch zwei Gedanken loswerden. Die Frage ist, ist menschliche Arbeit eine handelbare Ware? Und wenn man genau hinschaut, kann sie das eben überhaupt nicht sein. Weil Zucker und Mehl kann man vom Menschen trennen. Arbeit ist immer etwas Höchstpersönliches. Wenn ich also etwas, was nur in Verbindung mit dem Menschen auftreten kann, zu einer handelbaren Ware erkläre, wen erkläre ich dann automatisch auch zu einer handelbaren Ware? Zum Menschen. Und unter anderem, das ist der Grund für unsere heutige Krise, dass wir Menschen so behandeln, als wären sie handelbar. Und es hängt ein bisschen, wenn man jetzt noch rechtshistorisch sich das anschaut, das konnte ich wie gesagt noch nicht verifizieren, aber wenn man sich rechtshistorisch anschaut, hat ja das römische Recht bei uns das germanische abgelöst und wahrscheinlich auch viele Vorteile gebracht, aber eben diesen einen Nachteil, dass das Arbeitsrecht, so wie wir es heute haben, in seiner Konstitution rechtshistorisch offenbar, die Quellen muss ich noch anschauen, auf das Mietrecht für Sklaven im antiken Rom zurückgeht. Also bis dann quasi auch wir brauchen nur mal, da habe ich sogar Kommentare sogar in meiner Doktorarbeit zitiert, wie Arbeit heute definiert ist, nämlich als weisungsgebundene, abhängige, ich bin jemandem verpflichtet und so weiter. Also 3, 4, 5 Punkte, da habe ich auch in der Rückarbeit. So, und wenn man sich jetzt mal die kantische Antwort auf die Frage, was ist Aufklärung von 1793 oder so anschaut, dann sagt er, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist die Unfähigkeit des Menschen, sich seines Verstandes selbstständig zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn sie nicht aufgrund des Mangels an Verstand da ist, sondern aufgrund des Mangels an Mut und so weiter, sich dieser eigenen geistigen Fähigkeit zu bedienen. Also wenn man die Definition von Aufklärung und das geltende Arbeitsrecht nebeneinander steht, wie es bei Wikipedia und in den geltenden Kommentaren steht, dann sieht man, das geltende Arbeitsrecht erfüllt nicht die Forderung der Aufklärung. Weil ich bin in diesen 8 Stunden weisungsgebunden. Außer ich habe das Glück, was ich 7 Jahre hatte und jetzt noch halb habe, sozusagen, oder vielleicht ein Viertel jedenfalls, dass mein Chef sagt, befassen Sie sich mit dem, was Sie für richtig halten. Ja? Also, wenn er das sagt, dann haben Sie, also, aber Sie können quasi heute nur weisungsgebunden selbstständig leben. Und das löst dann das Grundeinkommen. Und da ist es wirklich, da sieht man, dass wir da einen epochalen Wandel dran sind. Deswegen darf man da gar nicht so ungeduldig sein, wie ich es immer wieder mit der Grundeinkommen. Ist das Prinzip des Gleichgewichts, ist das nicht unter kapitalistischen Bedingungen sowieso nicht machbar? Also solange wir das System auf Gewinnmaximierung orientiert, ist es doch... Ja, Gewinnmaximierung. Ja, jetzt kommen wir in eine interessante Frage rein. Also grundsätzlich kann man sagen, ist der Preis immer ein ganz gutes Signal für Knappheit und Angebot und Nachfrage. Aber man muss natürlich jetzt differenziert draufschauen. Also, die Grundlage der Ökonomie ist eigentlich der Umgang mit knappen Ressourcen. Unter unseren Bedingungen kann ich sehr günstig verknappen. Also ja, eben. Das ist das Problem. Genau, sind die Monopole, die da drin sind. Ja, genau. Ja, das basiert natürlich auf der Idee, dass es keine einseitigen Dringlichkeiten gibt. Das heißt, viel, viel Anbieter auf der einen Seite, viel, viel Nachfrage auf der anderen Seite. Heutzutage haben wir das ja nur noch in sehr seltenen Fällen. Monopole sind sich immer mehr. Genau, genau. Und deswegen greifen auch sozusagen die Theoriegebäude nur noch bedient. Ja. Man muss halt gucken, wie man diese Monopolwirkung neutralisiert. Oder mit dem Grundeinkommen. Dann muss ich nie unbedingt auf den Arbeitsmarkt, ja, wenn die Bedingungen aus meiner Sicht nicht stimmen. Das nimmt dann ein bisschen Druck raus. Also weil wir jetzt nur noch 6 Minuten Zeit haben, würde ich gleich zumindest an dieser Natur noch eins sagen. Das sind eigentlich nochmal jeweils Vorträge von 1-2 Stunden, aber ich will zumindest den Gedanken, vielleicht können wir da auch anknüpfen bei einer nächsten Gelegenheit, den Gedanken einmal kurz referieren. Das Problem der Knappheit. Also im Übrigen nicht. Der Begrenztheit, genau. Also wir müssen uns immer klar machen, dass diese Begrenztheit oder Knappheit aber stattfindet in einer Gesamtsituation von Abundanz, also von Überfluss. Würde die Sonne nämlich nicht unabhängig und unablässig auf diesem Planeten scheinen, dann bräuchte uns die Knappheit von Gold und so weiter gar nicht interessieren. Also wir erfahren zwar Knappheit, aber in einem, sagen wir mal, Rahmen des Überflusses, den wir aber systematisch ausblenden, obwohl er eigentlich das meiste ausmacht. Jetzt ist die Frage, wie geht man mit natürlichen Ressourcen und mit Öl und so weiter um oder mit Boden? Das sind alles Fragen, da kann man sich zwar darauf einlassen, aber da stößt man ziemlich schnell an gedankliche Widerstände.
bei vielen jedenfalls. Und deswegen haben wir uns da, und da gibt es auch eine Veröffentlichung zu, die heißt Klimaschutz und Ernährungssicherheit, auf eine Ressource fokussiert, die halt noch nicht so verteilt ist wie der Boden. Wir haben uns angeschaut, wie müsste die denn heute verwaltet werden, ganz im Sinne der natürlichen Knappheit, aber das in dem Gedanken, dass die Natur allen gehört, ohne dass es gleich zu utopisch klingt. Und diese Ressource ist CO2. Da ist also jedem deutlich, dass die an der Grenze nicht Halt macht. Also wir können hier in Europa gar nicht so viele Kraftwerke zumachen, wie die in China auch machen. Und ich sage es jetzt nur kurz, das kann man jetzt auch, wie gesagt, müssen wir in einer Stunde herleiten, aber der richtige Weg, damit umzugehen, gemäß Leon Balras, ist, die Emissionsrechte weltweit zu versteigern. Da kommen sie nämlich dahin, zu denjenigen, die am meisten dafür zahlen, also die höchsten Grenzverwaltungskosten haben etc., dass die Einnahmen aus dieser Versteigerung, und zwar, man sagt von vornherein, wir dürfen nur 20, oder man kann da anfangen, wo wir heute sind, also bei 30 bis 40 Milliarden Tonnen, und kann das dann schrittweise jedes Jahr reduzieren. Dadurch haben auch die Unternehmen langfristigen Planungsfragen. Und man kann sagen, also wir legen das Kontingent fest, das wird weltweit versteigert. Die Einnahmen aus der Versteigerung werden in einem Fonds, meinetwegen der UN, gebündelt. Und bei entsprechenden Emissionspreisen, das muss man auch mal länger diskutieren, aber jedenfalls kommt etwa 1 Billion US-Dollar dabei heraus. Und das bedeutet, wenn man das pro Kopf der Weltbevölkerung auszahlt, 12 bis 14 US-Dollar im Monat. Pro Kopf der Weltbevölkerung. Das macht für uns in Europa und in den entwickelten Ländern keinen großen Unterschied. Kompensiert sie aber für die höheren Kosten, dadurch, dass der Treibstoff und so weiter auch. Also der durchschnittliche Nutzer geht brutto für netto raus. Wer mit seinen 3 Lamborghinis über die Piste oder so fährt, noch, weil er besonders viel ökonomisch leistet, dem sollte es auch weiterhin möglich sein. Aber der zahlt halt sozusagen mehr. Und dafür derjenige, der entweder in Afrika oder hier in Dresden nur mit dem Fahrrad fährt, hat quasi netto diese 12 bis 14 US-Dollar im Monat Cash in der Tasche. Und das führt also durch diese Verkopplung von Natur, Knappheitsgedanken mit Grundeinkommen und so. Das ist der richtige Ansatz, im Grunde auch genau das, was Leon Balras gefordert hat. Leon Balras hat nur damals gesagt, wir sollten das in den also damit den Staatshaushalt finanzieren und keine anderen Steuern erheben. Können wir auch machen. Aber so geht es um Grundeinkommen. Letzten Gedanken, zumindest als Commercial dann, wenn wir mal weitersprechen. Also das ist der richtige Umgang. Das sind 3 Ebenen Modelle, nämlich von Suffizienz, das ist die erste Ebene, ich begrenze es. Effizienz ist die zweite Ebene, ich versteigere es, also ne, dadurch kommt es dahin, wo es am meisten Nutzen gibt. Und drittens die Äquivalenz, weil nämlich die Atmosphäre uns allen gehört und die Ökonomen umstritten. Wenn ich diese 3 Ebenen habe, dann kann ich sozusagen denken und dann habe ich auch eine plausible Lösung für dieses Problem. Setzt oder wird dazu führen, und die zunehmenden Krisen der Welt werden dazu führen, dass die nationalstaatlichen Grenzen sinken und wir nur mit dieser Lösung früher oder später das Problem noch lösen können. Aber das ist, wie gesagt, eigentlich jetzt 2 Stunden, aber da können wir in der Länge drüber sprechen. Und als letzten Gedanken will ich noch sagen, da geht es um Gemeinschaftsgut. Wenn ich verstehe, dass auch Geld einen Gemeinschaftsgutcharakter hat, nicht den Schein, den ich in der Tasche habe, der gehört mir, aber die Tatsache, dass wir so etwas wie ein Geldinstitut, also so eine Einrichtung nutzen, ist ja eine Gemeinschaftsleistung. Und für die kann ich gewissermaßen eine Gebühr erheben. Das ist mir jetzt nicht auf der Zugfahrt hierher eingefallen, sondern das hat der Irving Fischer schon vor 70 Jahren bei der letzten Krise gefordert. Vermögenssteuer. Ja, geht in die Richtung, aber das ist noch grundlegend. Heute wird man sagen, das ist eine Ressource. Das genau, ist genau, genau. Aber Arbeit auch. Ja, genau. Also jetzt, also gerne dann in den nächsten 2 Stunden, wenn wir dann uns hier treffen. Aber dann kann ich sozusagen das auch mit einer Gebühr oder wie auch immer man das nennen will, belegen. Irving Fischer hat es Stamp Script genannt, weil die damals noch kein Buchgeld hatten, also da mussten wir irgendwie das abstempeln, das war so seine Idee. Dann gab es noch einen der berühmtesten Ökonomen, nämlich den von Bretton Woods, John Maynard Keynes of Milton, Earl oder sonst wie. Und der hat gesagt, Geldhaltekosten oder Carrying Costs, weil er gesagt hat, die Natur, hier das können wir jetzt, das ist ein anderer Abzweig, aber hier, die Natur verfällt ja, ne, mit einem Prozentsatz zwischen, was weiß ich, ein Haus braucht 100 Jahre, die Tomate ist in 3 Tagen faul, also zwischen 3-5% oder 3-8%, also muss auch das Geld verfallen, mit zwischen 3 und was auch immer Prozent. So, und so kriegt man das sauber abgebildet. Aber das führt jetzt zu weit und ich glaube, ich muss auch zum Zug. Ja, vielleicht nur kurz eine Keynes, also wenn er diese Stämme, also mal diese Stämme irgendwie, das Geld auch was muss. Ja, Stämme.
jetzt mit? Geht es tendenziell in die Silvio-Gesell-Richtung, sage ich mal? Also tendenziell? Oder Freigeld oder Provinz? Also ja und nein. Also okay, sagen wir mal, Sie teilen den Gedanken, Sie haben gemeinsam den Gedanken, dass Geld quasi nur ein Medium ist, um reale Werte und reale Wertschöpfung abzurechnen. Das haben wir gemeinsam. Aber ich glaube, sozusagen, wir sind dann irgendwo anders abgezweigt. Aber